Okay, aktuelle KI-Forschungsansätze gehen nun also in die Richtung einer anpassungsfähigen Optimierung und Modellierung unter Einbindung von menschlicher Intelligenz, also Gott sei Dank nicht mehr künstliche Intelligenz, um den Prozess des Lernens zwischen Mensch und Maschine in beide Richtungen zuzulassen. Ist es allerdings dann letztlich erforderlich, dass die Ergebnisse einer Optimierung oder einer KI in erklär- und interpretationsfähiger Form zur Verfügung gestellt werden? Mit diesen und anderen Themen beschäftigen sich unsere Forscherinnen und Unternehmen im Softwarepark ebenso wie unsere Kooperationspartner. Zwei von Ihnen haben sich dankenswerterweise bereit erklärt, unsere Veranstaltung heute mit ihren Vorträgen zu bereichern und in der anschließenden Diskussion das Thema genauer zu erörtern. Ich darf Sie in der Reihenfolge der Vorträge herzlich bei uns begrüßen. Zum einen Universitätsprofessor Dr. Karl Dörner, Professor für Logistik und Supply Chain Management am Institut für Business Decision und Analytics, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Wien. Und zum zweiten Magister Olaf Hahn. Er ist IBM Cloud Evangelist und Business Development Executive bei IBM Österreich. Bevor ich die beiden zu ihren Vorträgen bitte, ersuche ich allerdings vorher noch FH-Professor Dr. Michael Affenzeller als wissenschaftlichen Leiter des Softwarepark Hagenberg um eine kurze Einführung in das Thema. Michael, darf ich dich kurz ans Wort bitten? Ja, vielen Dank, Thomas. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, noch einmal, jetzt bereits kann man sagen, retrospektiv unser Jahresthema Prescriptive Analytics zu beleuchten, welches nicht nur ein Jahresthema ist, sondern auch eines der strategischen Hauptthemen, die wir für den Softwarepark entwickelt haben und gewissermaßen als Startschuss das Jahresthema des Jahres 2020 gewesen ist, was sich aufgrund der besonderen Umstände auch noch bis ins Jahr 2021 gezogen hat, weil eben Veranstaltungen teilweise nur schwierig waren. Wir haben im Zuge dessen auch unsere Eventreihe vom Kalenderjahr auf das akademische Jahr umgestellt. Den Gepflogenheiten entsprechend ist das Jahresthema flankiert von drei Vortragsveranstaltungen. Den Beginn bildete Prescriptive Analytics mit dem Untertitel Daten gestalten die Zukunft, was auch das Hauptthema unseres Jahresmagazins ist. Das Jahresmagazin flankiert ebenfalls immer die Aktivitäten zum Jahresthema. Ein Exemplar, was ich Ihnen zeigen kann, existiert in deutscher wie auch in englischer Sprache, in Papierform und in elektronischer Form über den Downloadbereich der Softwarepark Hagen-Seitberg-Seite zu beziehen. Übrigens auch mit einem umfangreichen Interview von Professor Dörner ausgestattet, unserem ersten Referenten des heutigen Nachmittags. Die zweite Veranstaltung haben wir dem Thema der Produktion gewidmet, Prescriptive Analytics in der Produktion, und heute eben die dritte, die Abschlussveranstaltung zum Thema Data Science meets Optimization and opens the door towards Artificial Intelligence, was auch gut ist, weil es den Brückenschlag bildet zum nächsten Jahresthema, welches unsere Expertengruppe ausgewählt hat. Das wird in Richtung Human-Centered Artificial Intelligence weisen, wo wir dann ebenfalls wieder ein entsprechendes Magazin bespielen werden und entsprechende Veranstaltungen aufbauen werden. Und auch die Inhalte der heutigen Vorträge sind schon in einer Art und Weise ausgelegt, dass man, glaube ich, gut erkennen kann, welche dieser verwandten Gebiete, die aus sehr, sehr vielen Teilgebieten bestehen, sowohl Prescriptive Analytics, wenn man sagt, verbergen sich darunter sehr, sehr viele Disziplinen. Daher ist sie auch für einen Platz wie Hagenberg so gut geeignet, weil sich hier eben verteilt über die Institutionen wirklich starke Expertisen im Bereich Simulation oder Machine Learning oder heuristischer Optimierung befinden, die eben genau im Bereich der Prescriptive Analytics sehr gut zusammenspielen können. Und genauso sind natürlich auch
in Prescriptive Analytics Teildisziplinen der künstlichen Intelligenz enthalten, wie auch umgekehrt mit einem speziellen Hagenberger Flavor, würde ich sagen, was sehr stark in Human-Centered Interpretable geht, mit starken Anwendungsfokus in Industrieanwendungen, Produktion, Logistikanwendungen. Auch darüber werden wir heute in den Vorträgen etwas hören. Ja, und ich möchte auch noch die Gelegenheit nutzen, auf die International Conference on Smart Manufacturing and Industry 4.0 hinzuweisen, die wir ausnahmsweise zweimal hintereinander in Hagenberg gestalten können. Im letzten Jahr ist bereits sehr gut gelaufen, aber eben virtuell. Dieses Mal hoffen wir, dass es ebenfalls wieder sehr gut laufen wird, aber hoffentlich in Präsenz zwischen 17. und 19. Oder sagen wir hauptsächlich in Präsenz zwischen 17. und 19. November. Die Vorzüge einer hybriden Abhaltungsform werden wir schon noch mitnehmen. Diese Konferenz spricht sowohl die akademische Welt wie auch die Welt der Anwender an. Wir hatten im letzten Jahr über 100 akzeptierte Beiträge. Die Beiträge werden allesamt veröffentlicht in Scopus-indizierter Art und Weise, Elsevier, Open Access, und ebenfalls wie im letzten Jahr wird es auch diesmal wieder einige Special Issues von durchaus guten Journalen geben, wo ausgewählte Beiträge dieser Konferenz wieder eingeladen werden, erweiterte Versionen einzubringen. Das beste Journal, was wir haben, oder immerhin einen Impact-Faktor von 12, dass wir hier gewinnen konnten für einen Special Issue Band. Und ebenfalls mehr als 100 Teilnehmer hatten wir im letzten Jahr bei den B2B-Meetings, die mit starker Unterstützung der BISAP ausgerichtet werden konnten. Die Konferenz selbst wird von der Fachhochschule Oberösterreich Campus Hagenberg auch an den entsprechenden Räumlichkeiten ausgerichtet. Und ja, und ich hoffe, dass wir wieder viele Beiträge bekommen, insbesondere auch von der österreichischen Community. Das war hauptausschlaggebend, dass auch als Argument einer abermaligen Veranstaltung in Österreich, in Oberösterreich, in Hagenberg ausverhandeln zu können mit den Organisatoren. Und informieren Sie sich bitte über die Website, und wenn etwas Geeignetes vorhanden ist, würden wir uns dann über entsprechende Beiträge auch noch freuen. Damit aber schon genug dieses Werbeblocks. Und ich freue mich schon auf die beiden Vorträge, wo Thomas Kern noch ein paar einleitende Worte sprechen wird zu den Referenten. Ja, herzlichen Dank, Michael. Es tut mich also einiges in Hagenberg und Umgebung. Ich darf nun unseren ersten Vortragenden, Universitätsprofessor Dr. Karl F. Dörner, vorstellen. Nach seinem Wirtschaftsinformatikstudium und seiner Promotion zum Doktor Sozial- und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Wien im Jahr 2001 widmete er sich als Universitätsassistent am dortigen Institut für Betriebswirtschaft bereits intensiv der Forschung im Feld der Produktion und Logistik und habilitierte sich im Jahre 2007. Nach weiteren beruflichen Stationen wie Salzburg Research und dem Institut für Logistik und Transport an der Universität Hamburg folgte er 2011 dem Ruf an die JKU als Universitätsprofessor und Vorstand des Instituts für Produktion und Logistikmanagement. Im Jahr 2014 zog es ihn dann wieder zurück an die Universität Wien, wo er aktuell an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften als Professor das Department für Business Decisions und Analytics leitet. In seiner Karriere war er an zahlreichen Forschungsaktivitäten beteiligt und das ist auch entsprechend wissenschaftlich dokumentiert und publiziert, zuletzt als Leiter des Christian-Doppler-Labors für effiziente intermodalen Transportbetrieb sowie als Leiter des externen Moduls des Josef-Ressel-Zentrums für adaptive Optimierung in dynamischen Umgebungen, das gemeinsam mit der FH Österreich in Hagenberg durchgeführt wird. In seinem Vortrag mit dem Titel Meta-Analytics, Meta and Math Heuristics, Meet Analytics, State of the Art and Future Research Directions in the Field of Inventory Routing,
erklärt er uns unter anderem, wie durch die neuen Möglichkeiten der Datensammlung die Verfügbarkeit von Echtzeitinformationen und historisch gesammelten Daten verbesserte Konzepte in der Distributionslogistik entstehen. Herr Professor Döner, Sie sind am Wort. So, hat man vorher die Folien gesehen und mich gehört? Jetzt hört man sie, die Folien sieht man jetzt gerade allerdings nicht. Es geht heute nur entweder oder. Wie schaut es jetzt aus? Ja, das schaut gut aus. Ja, und wir haben jetzt auch die Präsentationsansicht. Wunderbar. Alles klar. Gut. Ja, na, besten Dank auch für die Einladung an, also auch an Michael Affenzeller, der mich hier eingeladen hat, auch mit dem Log-Angebot, das er angekündigt hat, das wird eine Veranstaltung vor Ort werden. Und ich habe mir gedacht, nach einem Jahr ist es sicher eine gute Gelegenheit, mal wieder einen Vortrag in Präsenz zu halten. Und dann hat sich Schritt für Schritt ergeben, dass die Kapazitäten und die Räumlichkeiten dann doch letztendlich eine digitale Veranstaltung werden. Ich hoffe, dass es auch sinnvoll ist. Wäre wieder mal schön gewesen, nach Oberösterreich zu reisen, wo ich, wie schon erzählt, von 2011 oder bis 2014 auch an der JKU tätig war. Heute darf ich über Meta- und Mathheuristiken sprechen. Das sind sozusagen Optimierungsverfahren, mit denen ich mich schon einige Zeit lang beschäftige. Und das Ganze angewendet auf ein Problem, das man sozusagen auch schon länger ein Anliegen ist. Das ist sozusagen das einfachste Problem in der Supply Chain oder im Supply Chain Management. Das ist das Lagerbestandsmanagement mit der Tourenplanung in Kombination. Und dann vielleicht gegen Ende hoffe ich, dass ich das dann auch aufzeigen kann, was man alles mit den neuen Konzepten, wenn Optimierungsverfahren mit Datenanalyse Techniken verzahnt werden, was man hier noch besser machen kann. Also zuerst werde ich kurz über das Inventory Routing sprechen, dann über die Bestandsmodellierung, dann kommt der Datenblock. Was kann man aus Daten lernen? Dann kommen die Methoden und dann zur Anwendung, zur Getränkebelieferung. Sozusagen, es ist auch schon lange her, dass wir uns dann irgendwie erinnern, wenn wir irgendwo in einem Lokal sind und dann ist vielleicht das Lieblingsgetränk schon vielleicht vor dem Fußballmatch ausgegangen oder es erst zu späteren Stunde das Lieblingsgetränk, den Lieblingsrotwein nicht mehr gibt, dann ist es vielleicht nicht mehr so tragisch. Aber grundsätzlich, ich glaube, wir sind umzingelt von Inventory-Routing-Problemen. Das ist sehr weit verbreitet. Also es schaut fast jedes Problem wie ein Inventory-Routing-Problem aus. Und danach abschließend möchte ich dann meinen Vortrag beenden. Wo stehen wir heute? Wo soll die Reise hingehen? Aber es ist auch so, das kann man sich auch gar nicht vorstellen, dass Lagerbestandsmanagement nicht so gut funktioniert. Das sind jetzt Bilder aus Professorenchats vom März 2020. Also das sind sozusagen nicht so spektakulär, aber das linke Bild ist zum Beispiel ein Supermarkt, das Metro, wo sozusagen tagelang immer wieder die Kartoffeln und das Gemüse und dergleichen ausgegangen ist. Und dann gibt es sozusagen Regale, wo das Desinfektionsmittel ausgegangen ist. Und der Dauerbrenner war dann, dass wir uns gegenseitig dann schon die Bilder geschickt haben. Ganz rechts haben wir ein Bild von Klopapier aus Berlin. Der Kollege, der in Berlin war, hatte noch Zugriff auf Klopapier. Wir waren im Mittelburgenland auch schon auf der Suche nach Klopapier und es war sehr schwer zu finden. Also sozusagen Lagerbestandsmanagement ist eine gewisse Herausforderung. Es war in der Pandemie vielleicht dramatisch, aber grundsätzlich haben wir hier eine Herausforderung, diese Probleme zu lösen. Was ist
das Inventory-Routing-Problem. Also das eine Problem ist das Lagerbestandsmanagement. Also man Inventory-Routing heißt, dass der Verkäufer das Lagerbestandsmanagement macht. Also verkäuferorientiertes Bestandsmanagement. Der Verkäufer entscheidet, wann er den Kunden beliefert. Der Verkäufer entscheidet, wann er das Produkt zum Kunden liefert. Im Bestandsmanagement ist zu entscheiden, wann bestelle ich, also was ist der optimale Bestellpunkt, die Lieferzeit muss ich irgendwie mit berücksichtigen und welche Menge bestelle ich. Sozusagen diesen Teil übernimmt auch der Distributionspartner oder der halt die Logistik übernimmt und entscheidet, wann welcher Kunde beliefert wird. Wir haben typischerweise Kunden, die zu mehreren Tagen beliefert werden müssen. Also man sind Stammkunden, quasi man beliefert 2-3 Mal die Woche das eine Restaurant oder wie auch immer. Und man möchte hier immer wieder zum gleichen Zeitpunkt kommen. Und wenn jeder selbst bestellt, dann gibt es ja, wenn sozusagen die Verkäufer selbst bestellen, dann wissen sie ja nicht, wie die Lagerbestände bei den Nachbarn sind. Wenn jetzt quasi der Händler selbst entscheiden kann, wann er wen beliefert, dann fährt er vielleicht in eine weit entlegene Richtung und sozusagen der eine Kunde hat einen mittelhohen Lagerbestand und der andere hat einen sehr geringen Lagerbestand und er kommt drauf, also der eine, der mit dem geringen Lagerbestand muss auf jeden Fall besucht werden, der mit dem mittelhohen Lagerbestand könnte vielleicht auch erst 1-2 Tage später besucht werden, wird vielleicht auch, würde er selbst erst später aktiv werden, aber da es zu diesen fernentlegenden Kunden eine längere Anfahrt gibt, entscheidet sich der Lieferant auch gleich, den Kunden zu beliefern. Also der Lieferant managt beides, das Lager und die Logistik. Typische Anwendungen, das funktioniert zum Großteil schon in der Tankstellenbelieferung. Also die Tankstellen haben großen und ganzen schon Peils. Sendern laufen die Lagerbestände. Eine sehr gute Anwendung wären die typischen Select-Automaten, wo man sozusagen auch kontinuierlich leicht aufzeichnen könnte, wie hier die aktuellen Lagerbestände sind und dann entscheiden, welche Automaten zu welchem Zeitpunkt beliefert werden. Das schon angesprochene Bier- und Restaurant-Bar-Thema bis hin zu, wann bestellt mein Kühlschrank zu Hause, wenn die Milch aus ist. Also sozusagen, ich möchte mich nicht nur darum kümmern, dass ich mich hier den Espresso mit den einen Tropfen Milch trinke und keine Milch mehr zu Hause ist, sozusagen, dass sich mein Kühlschrank quasi die laufenden Lagerbestände an den Milchlieferanten liefert und er entscheidet, wann meine Bestände aufgefüllt werden. Da gibt es auch so zusätzlich typische Beobachtungen. Was ist zum Beispiel da jetzt eine sinnvolle Zielfunktion? Typischerweise würde man in der Logistik die Anzahl der Touren minimieren. Ist das auch im Inventory Routing eine sinnvolle Herangehensweise? Wenn man sich überlegt, man hat zwei Kunden, der eine liegt nahe beim Depot, also der ist sozusagen ganz nahe, nur Epsilon-Distanz vom Depot entfernt. Und wenn man Planungshorizont betrachtet, sind hier zwei Lieferungen notwendig. Das sozusagen, da haben wir den Anfangsbestand, da wird immer weniger der Lagerbestand, ich muss das Lager wieder auffüllen. Und das passiert dann ein zweites Mal. Also ich habe sozusagen zwei Lieferungen hier, die notwendig sind. Das Lager ist halb voll, das soll am Ende auch wieder halb voll sein. Dann habe ich einen anderen Kunden, der ist weit vom Depot entfernt. Der braucht zumindest eine Belieferung. Das Lager ist halb voll und am Ende ist es wieder halb voll. Ne? Sozusagen, das sind drei Touren insgesamt. Man würde sich denken, sozusagen drei Touren vom Lagerbestand könnten vielleicht nicht so eine gute Lösung sein, also von der Logistikseite drei Touren. Der Lagerbestand ist zulässig gemanagt. Das könnte ganz sinnvoll sein. Aber hier ist es so, ob die Anzahl der Touren wirklich die sinnvolle Herangehensweise ist. Wenn man jetzt ein Beispiel mit zwei Touren nimmt, wieder, der eine Kunde liegt ganz nahe beim Depot, Epsilon-Distanz entfernt vom Depot. Das Lager ist halb voll. Der andere, der weit weg liegt vom Depot, der braucht zumindest nur eine Belieferung. Aber man kann das sozusagen so aufteilen, dass man den auch zweimal
beliefert und in Summe, also zusammenlegt mit dem ersten Kunden, dann sind nur zwei Touren möglich. Also dann sind nur zwei Touren nötig. Aber die Frage ist, ob das auch ein sinnvolles Ergebnis ist. Zwei Touren, wie schaut die Tourlänge aus? Wenn ich die zwei Kunden mit unterschiedlicher Routenanzahl jetzt vergleiche, die Lösung mit drei Routen, ich besuche am Tag 3, sozusagen am ersten Belieferungstag, den ersten Kunden. Das ist sozusagen irgendeine Epsilon-Distanz oder zweimal Epsilon, ist noch immer Epsilon. Sozusagen der weit entfernte Kunde ist 1 entfernt, also sehr weite Instanz. Und dann am Tag 10 besuche ich wieder den nahegelegenen Kunden. Also die 3-Routen-Lösung ist sozusagen 1 plus 2 Epsilon. Also die ist sozusagen... Und im Vergleich dazu die Zwei-Routen-Lösung, weil ich sage, okay, es sind ja nur zwei Routen, es tendenziell könnte hier üblicherweise eine bessere Lösung sein, habe ich hier Kosten von Größe 1, also sozusagen ich besuche den Kunden für die Distanz 1 plus den ersten Kunden noch zusätzlich und am Tag 10 von mir aus besuche ich, mache ich die Rundreise wieder. Vom Lagerbestand her sind das beides zulässige Lösungen, aber die Gesamtkosten sind größer gleich 2. Also in diesem Konstrukt, wenn ich quasi hier rein nur auf die Routenanzahl gehen würde, kann ich zeigen, dass vielleicht das nicht ganz die ideale Zielfunktion ist. Zwei Routen sind bis zu 100% teurer als drei Routen. Also das sind sozusagen die Aspekte in Kombination mit dem Lagerbestand. Auch bei dem Inventory Routing hat man auch zusätzlich Bestände zu modellieren. In der klassischen Logistik haben wir bisher deterministische Bestände gehabt. Man könnte auch dynamische Informationen haben, dass man sozusagen der Kunde bestellt, man weiß nicht wann, er bestellt heute, man hat keine historischen Informationen. Gibt es aber historische Informationen, dann kann man Nachfragemodelle schätzen. Also nicht nur, dass man einen einzigen Forecast macht, sondern das gesamte Nachfragemodell, also die ganze Verteilungsfunktion sozusagen für die einzelnen Kunden schätzt. Und dann geht es noch weiter, wenn es beides gibt, also stochastische und dynamische Informationen, dann sind wir bei stochastischen Nachfragemodellen in Kombination mit dynamischer Optimierung. Aber das ist datenseitig. Wenn wir uns jetzt grundsätzlich ein bisschen vom Inventory Routing Problem entfernen, für Analytics brauchen wir Daten. Das ist sozusagen der Data Science Aspekt. Für Analytics brauchen wir Daten. Und Daten sind überall auf diesem Planeten. Also wenn man 2010 zum Beispiel einen Reiseführer in Indien geschaut hat, da kann man sagen, manche Orte haben sich seit 2000 Jahren nicht verändert. Da hat sich eigentlich nichts verändert. In den letzten 10 Jahren durch die Mobilfone, durch die Smartphone, also durch die digitalen Kommunikationsmöglichkeiten, ist in diesen Orten auch eine ziemliche Veränderung eingetreten. Die Informationen, die sie haben, die Artikel, die sie hier bestellen können, auf die sie zugreifen können, haben die Situation verändert. Wir haben 8 Milliarden Einwohner auf dem Planeten, davon sind 5 bis 6 Milliarden Erwachsene, 4,5 Milliarden lese- und schreibkundige Erwachsene. Demgegenüber stehen auch 4,5 Milliarden Smartphone-Benutzer. Aber das eine, bis wir auf 4,5 Milliarden lese- und schreibkundige Erwachsene gekommen sind, hat es 550 Jahre gedauert, also seit Gutenberg mit dem Buchdruck hat es 550 Jahre gedauert, dass wir 4,5 Milliarden Smartphone-Benutzer haben, also es werden im Jahr 1,5 Milliarden Smartphones verkauft, hat es 3 Jahre gedauert. Und diese Smartphones werden 3 Stunden pro Tag benutzt, also es gibt eine Menge an Daten, die hier anfallen. Was kann man aus Daten lernen? Was kann man auch über Daten publizieren? Zum Beispiel in einem sehr guten Journal, Social Science and Medicine, wurde 2011 der Einfluss des Valentinstags und Halloween auf den Geburtszeitpunkt analysiert. Meine, das sind zwar Feiertage, die nicht am Samstag und Sonntag in der Regel stattfinden, sondern das sind reguläre Wochentage. Und man wusste das vorher nicht, man hat sich die Daten genau angeschaut, man hat 11 Jahre die mittlere
täglichen Geburten angeschaut. Also da war der Halloween, nicht der Halloween, das ist der Valentinstag. Und hier hat man die Kaiserschnittgeburten, Geburten, die eingeleitet wurden, und die regulären Geburten. Na gut, am Halloweenstag kann man sich ja noch vorstellen, dass man eine geplante Geburt haben möchte, dass man die tendenziell am Halloweenstag nicht haben möchte, sondern am Valentinstag. Also sagen, wenn man am Valentinstag eine Geburt haben will, das ist ja sozusagen noch ein plausibler Ausreißer in den Daten. Auch die induzierten Geburten ist vielleicht eine Möglichkeit, aber was definitiv überraschend ist, dass auch die natürlichen Geburten hier signifikant zunehmen. Also sozusagen hier gibt es Möglichkeiten, dass sozusagen Familien diesen Geburtstermin auch, wenn es da wirklich knapp zur Geburt hingeht, steuern können. Demgegenüber, wie schaut es mit Halloween aus? Also da ist die Hexe, eine kleine Hexe, bitte sehr. Hier ist Halloween. Hier will man natürlich keine Kaiserschnittgeburten, auch die induzierten Geburten, aber auch die natürlichen Geburten gehen hier deutlich zurück. Das hat man auch in unterschiedlichen Tagen, also Independence Day und auch 11. September, herausgefunden, dass es hier gewisse Schwankungen oder signifikante Informationen gibt über das Geburtstiming. Also man findet sehr viel aus den Daten. Wir brauchen auch Daten. Welche Daten können wir brauchen? Also sozusagen, welche Daten können gesammelt werden? Also wenn wir Windeln verkaufen, vielleicht schon die Geburtsdaten, dass wir da wissen, wo die Kunden sind, damit wir Windeln liefern können. Aber grundsätzlich im Supply Management oder im Supply Chain Management, wir sind interessiert an Nachfragedaten. Also was ist die tatsächliche Nachfrage? Welche Produkte werden nachgefragt? Welche Produkte werden gekauft? Welche Produkte konnten nicht mehr nachgefragt werden, weil sie nicht mehr verfügbar sind? Also die echten, realen Nachfragedaten, nicht die Verkaufsdaten. Wir brauchen Daten über aktuelle Lagerbestände, Lagerbestandsentwicklungen. Wenn man sagt, okay, die Müllsammlung ist ja auch ein Inventory-Routing-Problem, ein umgekehrtes. Befüllgrade von Müllcontainern, Vorhersage des Müllaufkommens über die Hauszustellungen. Also es könnte sogar so weit gehen, dass man sagt, okay, wenn in einer Region sehr viele Hauszustellungen mit Paketen stattfinden, dann könnte man in der Zukunft der Meinung sein, dass vielleicht auch mehr Papiermüll, Restmüll, mehr Altpapier anfällt. Oder eben laufend die Befüllgrade von Müllcontainern aufzuzeichnen. Das hat natürlich auch ein bisschen einen Nachteil, weil oft wissen die Leute, wie die Abholpläne ausschauen, und man beobachtet oft, dass eine halbe Stunde, Stunde vorher, bevor das Müllfahrzeug kommt, der Müllcontainer noch leer ist und alle Leute wissen, wann das Müllfahrzeug kommt und dann wird befüllt. Also da helfen uns die Sensoren auch nicht weiter. Das sind aber die Nachfragedaten. Dann haben wir die Angebotsdaten, die wir auch wissen müssen von Lieferanten. Wie verlässlich ist der Lieferant? Welche Lieferungen sind noch aus? Ständig. Und naja, wenn wir es nicht besser haben, dass wir echte Nachfragedaten haben, und dann zumindest die Point of Sales Daten. Also die Lost Sales wären natürlich auch interessant. Was konnte nicht geliefert werden? Aber zumindest Point of Sale Daten. In der Logistik haben wir relevante Daten über die Verkehrslage, Unfallstatistiken, Wetterdaten und auch, wann erreichen wir den Kunden? Das ist aber jetzt momentan im letzten Jahr auch nicht so relevant gewesen, weil die Kunden waren ohnehin die meiste Zeit zu Hause, aber typischerweise ist das schon auch eine Herausforderung. Gut, und mit allen diesen Daten sagt man, okay, Machine Learning ist in aller Munde, Analytics ist in aller Munde, man kann Informationen lernen, die Erkenntnisse gewinnen aus den Daten, die wir bisher noch nicht hatten. Weiß ich nicht, ist das wirklich neu? Ich meine, 2017 war die Pressemeldung, dass man ein System Melanome erkennen kann wie Experten. AlphaGo sind Computer smarter than humans. Ein Computerprogramm lernt sprechen wie ein sechsjähriges Kind über Nacht. Und die neuronalen Netze sind Computer
die gehen können, reden, sehen, schreiben und sich selbst auch reproduzieren. Das war schon 1960. Und ist das alles neu? Ich meine, ein Zitat von Yogi Berra, it's déjà vu all over again. Ich meine, der hat auch andere staatstragende Sätze von sich gegeben, it ain't over till it's over. Oder was ich besonders gerne mag, always go to other people's funerals, otherwise they won't come to yours. I mean, ja. Yeah. Also, wenn man sagt, Analytics ist Teil von AI, AI wurde 1956 schon verwendet, Metaheuristiken sind Teil des Operations Research. Operations Research, sozusagen in dem Sinn, gibt es seit 1937. Natürlich hat sich was geändert, die computationale Power ist gestiegen, die Methoden haben sich verbessert und die Datenlage hat sich deutlich verbessert. Hoffentlich. Wir haben tendenziell deutlich mehr Daten zur Verfügung. Vielleicht nicht in allen Bereichen, aber in einigen Bereichen. Und wir sprechen jetzt immer sehr viel von Analytics und ich meine, relativ viele Unklarheiten, was ist Predictive Analytics, was ist Prescriptive Analytics. Man ganz grob zusammengefasst, Predictive Analytics, Vorhersagen, tendenziell Statistik, Prescriptive Analytics ist Statistik und OER verzahnt. Predictive Analytics, es geht um akkurate, genaue Vorhersagen. Bei Prescriptive Analytics versucht man die Optimierung noch mit zu integrieren. Andrea Lodi 2016 zum Beispiel sagt, Machine Learning und Optimierung sollte besser integriert werden. Das war sozusagen die Ansage 2016. 14 hat Berzimas und Kallus gesagt, dass man Machine Learning und Optimierung verzahnen sollte, um diese Vorhersagetechniken in die Optimierung zu integrieren, um diese Unsicherheit in den Parametern besser in den Griff zu bekommen. Alle, die sozusagen diese Optimierungsverfahren entwickeln, wissen, dass es hier eine Reihe an Parametern gibt, die man irgendwie schätzen muss. Vielleicht kann man hier mit Machine Learning eine bessere Abschätzung dieser Parameter bekommen. Simchi Levy ist ein Supply Chain Mensch, der träumt von der datengetriebenen Modellierung, also dass man nicht die Modelle, die man schwer entwickelt hat, also was sehr langwierige Entwicklungsprozesse ist, ein fehlerfreies Modell aufzustellen, dass man die nicht nur mit Daten füttert, sondern einfach die Daten gleich verwendet, um korrekte Modelle zu erhalten. Sozusagen Stichwort Process Mining, dass man quasi sozusagen aus Prozessen gesammelte Daten aufhebt und die dann analysiert. Den Hertog und Bostek, die sprechen schon von Predictive Analytics in die Optimierung zu verzahnen und dann sind wir schon bei den Prescriptive Modellen und Lösungsverfahren. Das wäre sozusagen die generellen Konzepte. Prescriptive Analytics, wir haben tendenziell einen fließenden Übergang zwischen Predictive und Prescriptive Analytics. Also sozusagen, wo beginnt, sobald Sie ein Entscheidungsmodell dabei haben, kann man tendenziell auch schon von Prescriptive Analytics sprechen. Also es geht um akkurate, genaue, bessere Vorhersagen, die Sie dann in einem Entscheidungsmodell verwenden. Also letztendlich sprechen wir von Optimierung unter Verwendung von Vorhersagemodellen. Also prädiktive Modelle in der Optimierung zu verwenden, das würde sozusagen für mein Verständnis oder auf dem Stand, wo wir derzeit stehen, schon für Prescriptive Analytics sprechen. Und der wesentliche Unterschied ist, dass wir hier von Unsicherheit und Stochastik sprechen. Also das ist ein wesentliches Merkmal in den Modellen der zukunftsweiseren, weisenderen Ansätze, automatische, datengetriebene Modellbildung anstatt von manueller Modellentwicklung. Also da würden viele Masteranden von dem träumen, auch die Dissertanten zum Teil. Es dauert doch etliche Wochen und Monate, bis wir oft ein korrektes Modell aufgestellt haben, bis hin zur automatisch datengetriebenen Methodenentwicklung anstatt von manuellen Designentscheidungen. Also das wäre
sozusagen letztendlich der Analytics-Teil. Wenn wir jetzt ein bisschen über die Optimierungsmethoden sprechen, mit denen wir uns hauptsächlich beschäftigen, also man beginnt von der Heuristik bis hin zu Meta-Heuristiken verzahnt mit Analytics, sogenannten Meta-Analytics-Methoden. Also da am Beginn ist das Modell. Sozusagen, bevor man alles löst, am Beginn steht das Modell. Dann haben wir ein Modell. Dann gibt es kommerzielle Löser, Express, Gurobi, Cplex. Wenn man dieses Modell in diese kommerziellen Löser implementiert, die stoßen sehr schnell an die Grenzen, wenn man Probleme aus der Praxis lösen will. Insbesondere, wenn dann noch Unsicherheiten, Stochastiken und Dynamiken ins Spiel kommen. Sehr häufig braucht man dafür maßgeschneiderte Ansätze. Also das Erste, das Einfachste ist eine Daumenregel. Heuristik, eine Daumenregel. Da versucht man tendenziell nachzubilden, was, wie der menschliche Planer vorgeht, und das versucht man in ein Konstruktionsverfahren zu integrieren, damit man hier eine erste sinnvolle Lösung bekommt. Und wenn man dann eine Lösung hat von einem Tourenplanungsproblem, von einem kombinatorischen Optimierungsproblem, dann gibt es auch Operatoren als nächstes, dass man diese Lösung in ein lokales Optimum bringt, um sozusagen eine Verbesserung dieser Startlösung zu haben. Weiter geht es dann mit den metaheuristischen generelle Löser, wo quasi Heuristiken und lokale Suche intelligent verzahnt wird. Iterativ werden hier Lösungen generiert und meistens haben wir hier Komponenten des künstlichen Lernens integriert. Auch oft bioinspiriert. Ne? Es gibt ja alle möglichen Tiere. Es gibt Elefantenalgorithmen, es gibt Honigbienen, es gibt Fliegen, alles Mögliche. Ameisen hat es einmal gegeben, teilweise leben sie noch. Und sehr gut ist nach wie vor, genetische Algorithmen und dergleichen zeichnen sich doch auch als sehr performante Methoden für diese kombinatorischen Optimierungsprobleme aus. Und wenn man jetzt schon das Modell entwickelt hat und das exakt gelöst hat, teilweise versucht, das Fünf-Kunden-Problem hat man schon exakt gelöst, dann gibt es vielleicht auch Probleme, wo man Teile, wenn man das Teile und Herrsche, Divide and Conquer, quasi, wenn man das Problem irgendwie aufteilt, dass man auch kleine Teile mit exakten Optimierungsverfahren lösen kann. Also sozusagen, ich teile das Tourenplanungsproblem lauter 5 oder 6 Kundenprobleme auf und das kann ich dann exakt lösen. Oder ich habe irgendein Teilproblem meines eher komplexeren Logistikproblems und ein Subproblem kann ich hier exakt lösen. Beim Inventory Routing sehen wir das dann, was hier gemacht wurde. Um diese exakte Verzahnung brauchen wir schon schnelle Computer. Und das nächste, was dann uns bevorsteht, sind die Meta-Analytics-Methoden, die Kotta und Glover 2019 schon angekündigt hat. Also das eine ist, dass man Meta-Heuristiken verwendet, um bessere Predictive and Machine Learning-Methoden kreiert. Also das von der anderen Seite kommend, das Machine Learning noch mit meta-heuristischer Optimierung zu verbessern. Da braucht man wahrscheinlich Machine Learning-Experten, die einem hier Problemlage gibt. Was wir in der Logistik brauchen, wir brauchen die andere Seite, vielleicht brauchen wir das andere, aber auf jeden Fall, wir glauben zu brauchen, dass wir Predictive und Machine Learning Methoden in die Meta-Heuristiken integrieren, um diese Performance zu verbessern. Bessere Schätzung der Daten. Bislang im Operations Research hat man sich nicht sehr ausführlich mit Daten beschäftigt. Die Daten hat man sich irgendwie schnell zufällig generiert und dann hat man jahrelang an der Methode gearbeitet. Und jetzt ist ein bisschen ein Wandel
Jetzt sollten die Daten auch realistischer sein. Jetzt versucht man ja auch aus Daten Erkenntnisse zu gewinnen und diese in die Optimierungsverfahren zu integrieren. Also die Machine Learning Methoden, um letztendlich das Optimierungsergebnis zu verbessern. Das andere ist, wir entwickeln spezielle Methoden, um die Ergebnisse und Daten der Optimierung zu interpretieren. Also sozusagen die Optimierungsverfahren generieren ja auch Daten, generieren ja iterative Verfahren, generieren Millionen von Lösungen. Und vielleicht kann man aus dieser Lösungsstruktur was lernen. Also sozusagen, wie schaut eine typische gute Tour aus? Sozusagen, die ist, hat eine gewisse Form, hat eine gewisse Anzahl an Kunden, hat eine gewisse Beladung und dergleichen. Man überlegt sich was oder sind in einem typischen Problemsetting immer eine gewisse Anzahl von Kunden hintereinander. Also wie man versucht, diese Lösungsstruktur analysieren. Es arbeiten schon sehr viele an diesen Themen. Weltrettendes ist bisher noch nicht passiert. Also der Stand der Technik ist, es stört zumindest nicht. Also sozusagen noch haben wir keinen Durchbruch. Was auch wieder sehr in Mode ist, Fitness-Landscapes-Analysen. Das sind sozusagen seit 20 Jahren existiert das und da ist ja auch eine ganz starke Gruppe in Hagenberg, die sich damit beschäftigt. Und das hat auch jetzt wieder sehr viel an Wert gewonnen. Also diese Landschaftsanalysen, Fitness-Landscape-Analysen und dergleichen, hofft man, wenn man das besser, wenn man hier das besser versteht, dass man hier auch bessere Performance bekommt. Und letztendlich geht es darum, dieses durch Data Science gewonnene Wissen in die Lösungsmethoden zu bringen, in irgendeiner Form in die Lösungsmethoden zu bringen. Also das wären die Methoden, die hoffentlich in der Zukunft entstehen werden. Aber jetzt, wenn man dann auf die Datensammlung losgeht als Logistiker, dann ist es noch immer sehr überschaubar. Wir beschäftigen uns auch mit der Corona-Test-Logistik in einem FF-Akut-Projekt im letzten Jahr. Und hier wurde auch einiges zugesagt, sozusagen, dass wir auch viele Realdaten bekommen, damit wir hier schnell auch helfen können. Letztendes Jahr, ich meine, sind wir in guten Kontakt mit Niki Popper, dem Simulationsexperten. Hier haben wir über die Simulation Daten bekommen, aber die Realdaten sind sehr dürftig. Auch andere Anwendungen, wenn man jetzt zum Beispiel in der Getränkebelieferung die Gaststätten, der Gastronom, der weiß ganz genau, wie sich sein typischer Lagerbestand hier entwickelt, wie das ausschaut, aber er hat keine genaue Aufzeichnung. Es wird nicht kontinuierlich überwacht, wie viel Lagerbestand sich hier in den Lagerhaltungsräumen befindet. Oder auch wenn man das umgekehrte Problem betrachtet, die Müllsammlung, auch große Müllsammelunternehmen in Millionenstädten wie in Wien beginnen jetzt darüber nachzudenken, wie sie quasi den Müll-Demand besser schätzen können. Sozusagen, wo platzieren sie die Sensoren? Wägen sie die Müllcontainer? Also, wir haben noch Zeit, damit wir uns noch ein bisschen um die Optimierung kümmern, also dass wir diese Optimierungsmodelle fit machen, bis die Daten gesammelt sind. Also unser bevorzugter Ansatz, Kollege Emke hat das damals vor einigen Jahren so beschrieben, ist auch mittlerweile an der Universität Wien für den Master Business Analytics auch zuständig. Kurze Werbeeinschaltung. Wir beschäftigen uns mit der Optimierung, bevor wir dann bessere operationale Daten bekommen, damit wir auch bessere Informationsmodelle bekommen und unsere Verfahren das auch verarbeiten können. Und dann beschäftigen wir uns mit einem Thema der Getränkeauslieferung. Das hat uns jetzt das letzte Jahr nicht richtig betroffen. Die Hauszustellung vielleicht, aber es war noch nicht so dramatisch, dass man in einem Gasthaus das Lieblingsgetränk nicht bekommt. Aber bis die Daten gesammelt werden, versuchen wir hier Lösungen zu entwickeln. Lassen Sie uns ein bisschen über das Getränkeauslieferungsproblem, also dass der Auslieferer entscheidet, wann er den Kunden beliefert.
Als Betriebswirt ist die Gastwirtschaft auch nicht weit. Also sozusagen, das ist irgendwie sozusagen ein naheliegendes Problem. Und das ist sozusagen die kleinste Supply Chain, die man sich überlegen kann. Nicht? Man hat einen Lieferanten und man hat ein Lager. Und in der Getränkeindustrie, wie schaut das typischerweise aus, das Problem? Man hat mehrere Perioden und Subperioden. Also sozusagen, es gibt Zeitfenster, da haben die, es müssen nicht immer Bars und Restaurants sein, es gibt auch Geschäfte, die Getränke verkaufen, die haben vielleicht Zeitfenster am Vormittag, die haben Zeitfenster am Nachmittag. Also man hat mehrere Subperioden in einem Planungshorizont und man hat typischerweise Zeitfenster. Also das ist auch nicht so häufig bei Inventory-Routing-Problemen, da hat man oft keine Zeitfenster, weil das ist irgendwie ein Gastank, der unbewacht ist und der zu jeder Zeit beliefert werden kann. Oder die Tankstellen können auch 24 Stunden am Tag beliefert werden. Aber die Restaurants, die haben das ganz gerne, dass man da vor Ort ist, wenn beliefert wird, wenn geliefert wird. Und ein sehr spezielles Problem ist das, und ein sehr interessantes Problem ist die stochastische Nachfrage. Sozusagen sehr wetterabhängig. Da gibt es Lokale, wenn die Sonne scheint, ist der Umsatz ein anderer, als wenn es regnet und vice versa. Und es gibt auch sehr starke Abhängigkeiten von der Buchungslage, von wann fallen gewisse Feste an, wann finden Konferenzen statt, wie schaut es am Wochenende aus. Und also das ist sozusagen ein sehr interessantes, reichhaltiges Problem. Fahrzeugkapazität ist vielleicht heterogen und man schaut sich unterschiedliche Politiken an. Füllt man immer bis zum Rand das Lager an oder wo ist der optimale Order up to level, bis zu welchem Level sollte man das Lager befüllen. Und das wissenschaftliche Neuland ist, dass wir hier Konsistenz haben wollen. Also wir möchten, dass der Kunde, also dass der, das Restaurant sagt meistens, okay, mir ist egal, ob ihr Montag, Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag kommt, aber wenn ihr kommt, kommt ihr bitte zur gleichen Zeit. Und was hier auch neuartig ist, wir haben Intraperioden-Fehlmängel. Also Fehlmengen innerhalb der Perioden. Schon öfter gesagt, ist ein Unterschied, ob ganz am Beginn des Abends das Lieblingsgetränk nicht mehr zu bekommen ist oder relativ spät. Und die dafür entwickelten Lösungsmethoden. Also wir haben hier Perioden, mehrere Perioden. Da gibt es immer Lagerbestandsentwicklungen, da gibt es Zeitfenster. Diese Perioden entwickeln sich. Und die stochastische Nachfrage wird approximiert, dass wir innerhalb der Perioden eine deterministische Annahme treffen. Also sozusagen innerhalb der Periode ist es linearisiert, aber grundsätzlich in jeder Periode ist es eine stochastische Nachfrage. Wir haben Fehlmengen, also sozusagen die echte Lost Sales sind. Und wir wollen am Ende einen Zielbestand haben, den wir wieder erreichen. Herr Dörner, darf ich ja kurz unterbrechen? Ich muss auch ein bisschen auf unser Zeitfenster schauen. Und ja. Etwas über der Zeit. Ah, jetzt schon, okay. Ja, leider. Alles klar. Gut, die Bestellpolitik und das Konsistenzmaß. Wir wollen immer zur gleichen Zeit liefern. Zielfunktion hatten wir schon besprochen und wir haben das jetzt gelöst. Wenn ich nur kurz auf unsere Lösungsergebnisse eingehen darf, also adaptive Nachbarschaftssuche. Und wir haben das mit zwei State-of-the-Art-Methoden verglichen. Also das ist Branch and Regap, das ist 2007 entwickelt worden. Das ist sozusagen mehr oder weniger die Baseline. Und unser deterministisches LNS und unser mehr Multi-, also populationsbasiertes LNS. Und wenn man sozusagen einmal auch ein relativ gutes Verfahren, den Multi-Scenario-Approach hernimmt und diese beiden Werte vergleicht, also kleine, mittlere, größere Probleme, sind wir sozusagen 12 zu 17, 13 zu 16, immer um einen gewissen Prozentsatz doch besser, also 24% doch deutlich besser als der derzeitige State of the Art. Und wenn man das sozusagen als echte stochastische Betrachtung im Vergleich zur deterministischen Betrachtung macht, dann ist es so, auch dass wir hier eine deutliche Verbesserung erzielen können. Also die Erkenntnis ist, Stochastik und Unsicherheit in der Optimierung, also wenn man wirklich eine gute Abschätzung der Daten hat, dann hilft uns das auch, das
Lösung, also das Lösungsergebnis zu verbessern. Und als letzte Folie, wie gesagt, das ist ein abgeschlossenes Projekt. Wir wagen uns jetzt an ein anderes Projekt. Wie gesagt, das IAP ist überall. It's déjà vu all over again. Wir machen gerade die Müllentsorgung. Ich hoffe, die Frau Hess ist eh auch im Auditorium. Die Frau Dragomir und die Frau Hess, ehemalige Absolventin auch von der FH in Hagenberg, die beschäftigen sich gerade mit der Müllentsorgungslogistik der Stadt Wien. Da geht es um die Frage, wo kommen die Sensoren in den Müllcontainern rein? Wie verwerten wir historische Daten, Sensordaten? Wie schaut die Vorhersage des Müllaufkommens aus? Also wir hoffen, dass wir hier mit diesen besseren Vorhersagemodellen, die hier geplant sind, eine bessere Lösung als die derzeitige Planung der MA48 bekommen. Wir haben 274.000 Adressen in Wien, Müllcontainer. Die erste Idee für dieses Large-Scale-Problem ist Machine Learning in realen Reisezeiten vorherzusagen. Wir wissen noch nicht ganz, wie es geht. Wir wissen auch noch nicht ganz, wo die Reise hingeht. Aber das sind sozusagen, das ist momentan, ich kann leider jetzt noch nicht sagen, wie die Meta-Analytik ausschauen wird, aber vielleicht laden Sie mich dann in ein, zwei Jahren wieder ein oder auch in drei oder vier Jahren oder wir schaffen es nicht, hoffen wir nicht, dann kann ich Ihnen diesbezüglich auch die Lösung für dieses Problems erklären. Und soweit von meiner Seite. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, Herr Dr. Törner, herzlichen Dank für diese Einführung in die Meta- und Matz-Heuristiken. Also das ist natürlich ein unglaublich umfangreiches und interessantes Thema. Leider haben wir nicht mehr Zeit zur Verfügung, aber das Angebot, das Sie dann jetzt gerade gemacht haben, dass wir Sie in ein paar Jahren wieder dazu einladen dürfen, das werden wir natürlich auch gerne aufnehmen. Ich komme in echt, notfalls auch digital. Naja, das werden wir hoffentlich dann anders machen können. Ja, wie gesagt, wenn Fragen gestellt werden möchten, dann können Sie die gerne jederzeit im Chat unterbringen, beziehungsweise können Sie sie dann auch nach dem Vortrag mündlich stellen. Ich darf nun unseren zweiten Vortragenden herzlich begrüßen, Magister Olaf Hahn. Er hat sein Wirtschaftsinformatikstudium an der JKU in Linz absolviert und hat während seiner beruflichen Laufbahn als zertifizierter Expert Consultant und Projektmanager zahlreiche weitere Qualifikationen in den Themengebieten Cloud-Architekturen, AI und Machine Learning, Enterprise Architecture sowie Cloud-Betrieb, Strategie und Architektur erworben. Er ist dabei aktuell nicht nur für IBM Services tätig in verschiedenen Kundenprojekten, sondern auch als Lektor für die FH Burgenland, den FH Campus Wien sowie für die FH Oberösterreich am Campus Hagenberg zu dem Thema Cloud Computing, AI sowie Predictive Analytics für das Internet of Things unterwegs. In seinem Vortrag The Journey to AI, A Point of View, beschreibt er aus seiner Sicht als Praktiker die Herausforderungen der Unternehmen, AI für sich nutzbar zu machen, versucht eine Positionsbestimmung und geht dabei auch auf praxistaugliche Fragestellungen sowie Explainable und Trusted AI ein. Herr Hahn, wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Bitte schön. Share Screen sollte man machen, das wäre jetzt nicht schlecht. Er lässt mich nicht, das ist schlecht. Dann machen wir das so. Ja, es wird. Ja, wir haben jetzt Ihren Screen, das passt gut. Jawohl, dann auch einen wunderschönen guten späten Nachmittag von meiner Seite zu diesem Thema. Es war in der Vorbereitung, wie wir uns kurz abgestimmt haben, schon die erste Schwierigkeit, dieses Thema sozusagen aufzuspannen und gleichzeitig die 30 Minuten einzuhalten, weil es ist ein extrem vielfältiges, spannendes Thema. Das hat auch der Herr Dörner als mein Vorredner ja schon quasi umrissen, wo diese Themenbereiche hineinwandern. Und ich habe mich jetzt entschieden, ein bisschen einen Rundumschlag zu machen. Wo stehen wir denn überhaupt? Was bedeutet das aus den Kundenprojekten und ähnlichen Situationen? Was passiert international in the leading edge?
und versuche das jetzt in einer, sage ich mal, knappen 30 Minuten Pitch ein bisschen zu bringen, einfach auch die Herausforderungen ein bisschen darzustellen und zu zeigen, wo die Reise auch ein bisschen hingeht. Ja. Ich bin eben in Österreich verankert, schon seit Anbeginn in Richtung auch mit Research der IBM oft in Kontakt. Wir haben in Österreich kein Research-Labor in der IBM, aber nichtsdestotrotz machen wir in Österreich, man glaubt es kaum, durchaus sehr viel in Leading-Edge-Themen und auf die möchte ich zumindest bei den einzelnen Aspekten durchaus ein bisschen eingehen, was auch wir so gemacht haben und wo unsere Schmerzpunkte liegen. Ja. Ausgangslage als Startpunkt kann man wirklich sagen, da gibt es ja diesen schönen Begriff, dass Daten sind das neue Rohöl in unserem Jahrhundert. Das kann man auch wirklich beipflichten, wobei ich auch an dieser Stelle schon die erste Skepsis durchaus gegenüber sehr oft verbreiteten Ansätzen sozusagen stelle. Nämlich auf der einen Seite komme ich auch nachher noch drauf, auf einer Reise durchaus im Sinne dessen, dass man sagt, wir sammeln, was geht und dann bauen wir einen schönen Data Lake auf, wo alle Daten dann gespeichert werden und auf diesen setzen wir dann neumoderne Algorithmen drauf, dann sind wir beim nächsten Thema eben AI und den damit zusammenhängenden Begriff des Machine Learnings, um dann entsprechend sozusagen Vorhersagemodelle oder entsprechend Datenerkenntnisse und so weiter zu gewinnen. Das ist ein Approach, der durchaus ja sozusagen daher führt, dass man sagt, einerseits kostet der Speicher nichts mehr, es kostet die Speicherung, die Informationssammlung nicht mehr. Wir haben Netzwerke, Netzkapazitäten, um auch entsprechend viele Daten hin und her zu schicken und transformieren zu können. Wir sind nicht mehr in der Modemzeit, wir haben jetzt 5G, wo auch wirklich dann committed Datentransfer und so weiter möglich ist. Wir sind also in einer Zeit, in einem Zeitalter, wo wirklich eine digitale Transformation auch hinsichtlich der Abbildung der Realität mit digitalen Werten sozusagen den Digital Twin, sei es jetzt aus der Industrie kommend oder auch im Sinne des Patienten oder ähnliches, durch Sensordaten, durch Beobachtung, durch Video, durch unstrukturierte Informationen, ergänzt um strukturierte Informationen, entsprechend sozusagen auch sammeln, um solche Lakes zu befüllen und daraus Erkenntnisse zu gewinnen. Das ist so das spannende Thema. Sobald man über AI spricht, sage ich mal, wird es auch schon knackig, weil ich bin eigentlich ein bisschen ein Skeptiker von diesem Begriff. Erstens ist er schon mal verwendet worden und hatte uns dann in den damaligen 60er bis 90er Jahren, wo das ja auch schon definiert worden ist, eigentlich einen Kulturschock dahingehend, dass wir viel versprochen haben und nichts halten konnten, gebracht. Und ich habe so ein gewisses Déjà-vu an der jetzigen Zeit, weil alles muss jetzt AI sein, alles muss eine künstliche Intelligenz beinhalten und so weiter. Und ich bin schon ein Praktiker, der durchaus dann sagt, von wegen eine gewisse Skepsis und dort einsetzen, wo es auch Sinn macht und entsprechend sozusagen zu definieren, ist eigentlich die Herausforderung. Warum spielt dann Cloud immer damit in Zusammenhang? Für mich eben der Begriff Hybrid Cloud an der Stelle. Früher war so ein bisschen in den, sage ich mal, letzten 3-4 Jahren immer so der Slogan, moven wir doch alle Daten und den Data Lake gleich in die Cloud. Dort ist Speichern günstig, wir haben unlimitierte Rechenkapazitäten. Das bringt uns die Möglichkeiten, solche Data-Centric Approaches sozusagen zu bauen. Last but not least ist natürlich dann auch wieder die Realität, wie geht es mit Security, wie geht es mit Datenschutz, wie geht es auch wirklich mit diesen voluminösen Datenansätzen wirklich in der Praxis. Und man kommt also durchaus drauf, dass es manchmal intelligenter ist, den Algorithmus zu den Daten zu bringen, als umgekehrt die Daten dann zum Algorithmus oder in die Cloud zu bringen. Dementsprechend sind es im Wesentlichen immer meistens hybride Ansätze, die man im Wesentlichen dann nutzen möchte. Und wenn man von der Basis eben ausgeht, kann man durchaus sagen, dass die Unternehmungen eben genau diesen Approach der AI-Ladder durchaus verfolgen und auf den möchte ich jetzt eigentlich gehen, nämlich es ist eine Journey, man startet, egal auf welcher Ebene sozusagen, Hauptsache man setzt sich damit auseinander, ist mein Credo und kann versuchen sozusagen diese neumodernen Techniken als auch die Möglichkeiten sozusagen für sich zu erschließen und es ist eigentlich egal, in welcher Industrie, in welchem
Umfang und in welcher sagen wir mal, Ausprägung, dass man das im Wesentlichen startet, weil es ist trotzdem ein Lernapproach, den man in einer Organisation einbringen muss. Ja. Und wenn man dann durchaus mal hinterfragt, gibt es einige tolle Studien, bewusst eben jetzt nicht von IBM-Studien, sondern ich habe mich am Markt umgesehen und das eine oder andere habe ich an Werten hier mit eingefließen lassen, dann kann man durchaus sagen, dass eben bis jetzt im Vergleich dazu maximal eben 15% der derzeitigen genutzten Daten eigentlich wirklich dann genutzt und auch umgesetzt oder auch für solche eben Vorhersagetechniken oder ähnliches dann wirklich auch genutzt werden. Und das ist schon erschreckend für das, wenn man sagt, von wegen, was wir eigentlich einerseits an Informationsquellen theoretisch schon hätten, aber nicht erschließen können, beziehungsweise eben umgekehrt auch gesprochen sozusagen, selbst wenn man sie schon erschlossen hat, eben dann diejenigen Daten rauszufiltern, die eben Erkenntnisgewinnung bringen und so weiter. Und das ist nach wie vor in Wirklichkeit da, die größte Herausforderung. Das heißt also, alleine 80% dieser Informationen, wenn man sie schon gesammelt hat, sind meistens dann in irgendwelchen Silos, die man dann eben nicht heben kann und deren Erbringung oder Erschließung sozusagen wirklich dann auch sehr schwierig sich darstellen. Ja. Und wenn man eben genau diese neumodernen Techniken anwenden will, dann kann man das auch ein bisschen auf die Zeitleiste bringen. Ich kann mich noch erinnern, als ich damals studiert habe in der Wirtschaftsinformatik, da waren die ersten sozusagen Portfolioanalysen-Systeme und entsprechende Warehouse-Ansätze quasi gerade en vogue. Und das Spannende damals war auch schon, dass man gesagt hat, okay, wir sammeln Daten, machen eben Portfolioanalysen oder ähnliches, indem wir einfach vordefinieren, was ist eigentlich die Fragestellung, dann gehen wir auf die Suche, holen uns die Daten, operationalisieren das, um dann ein entsprechendes Dashboard zu befüllen mit den jeweiligen KPIs, die man vorher festgelegt hat. Ja. Und über die letzten Jahre war eben Warehousing immer nach wie vor noch ein Riesenthema. Wie erschließe ich die Daten? Wie stelle ich sie dar? Wie mache ich sozusagen meine entsprechenden, auch über die Zeitachse hinweg, Erfahrungen und Darstellungen? Und diese Transformationsprozesse, diese sogenannten ETL-Prozesse und so weiter, waren auch extremst aufwendig, meistens Zweitsysteme, dann viele Datenquellen anzubinden und so weiter. Und aus dem Titel heraus hat man dann versucht, einen anderen Approach zu wählen, eben genau diesen Data Lake-Ansatz, indem man sagt, ich sammle mal grundsätzlich alles und versuche dann über die Algorithmen und entsprechende Methodiken auf diese Datenerschließung zu kommen. Die Wahrheit in der Praxis steht da meistens in der Mitte. Also sobald man im Wesentlichen die Organisationen anschaut, dann haben sie wahrscheinlich schon Warehouse implementiert oder zu einem Großteil, aber eben nur für einen sehr, sehr eingeschlossenen Bereich. Meistens dann nicht ergänzt um Marktdaten, externe Daten oder als Gesamtheitssicht, sondern eben sehr stark aufgabenzentrierte Implementierungen. Und das zeigt auch diese Mid-Sloan-Studie, dass wenn man das jetzt hier so als Treppenweg sehen würde, dass man wirklich sozusagen AI erschließt und wirklich dann auch nutzt und dann auch diese Insights für gewisse Aufgabenstellungen wirklich erheben will, dann sind die meisten Unternehmungen an der Stelle noch nicht angelangt. Ja. Die wirkliche AI-Transformation geht aber dann noch viel weiter und da ist eben genau das, was man auch sagen kann, dass eben Forrester und andere ganz klar deklarieren, dass die Unternehmungen das erkennen und in diese Bereiche investieren. Aber es ist eben auch ein entsprechender Lernzyklus damit verbunden. Es ist nicht so, dass man einfach sagen kann, so hier ein AI-Algorithmus, da sind meine Daten und gib mir bitte die Erkenntnis, da sind wir noch weit entfernt in der Realität. Ja. Wenn man das aber jetzt quasi versucht anzugeben, dann hat man im Wesentlichen große Herausforderungen am Markt nämlich zu finden, nämlich einerseits eben genau, wo kommen meine Daten denn her, wie kann ich die erschließen? Und da sagt zum Beispiel die letzte Forrester-Studie, dass eben die meisten Organisationen, also immerhin 60%, wirklich das Problem haben, an die richtigen Daten zu kommen. Und der Begriff richtig an der Stelle ist schon essentiell, weil das eine ist, dass ich einen Lake von Daten habe und das andere ist, dass ich dann auch die Qualität oder auch den Kontext der Daten in dieser Situation mit abgreifen kann. Ja. Auf den FHs mit den Studenten mache ich dort immer das erste Beispiel mit einem kleinen Sensor auf einem Raspberry Pi, so einen kleinen Computer quasi, der gerne im Feld auch für Smart Home und so weiter verwendet wird.
ist eigentlich ein Spielcomputer in dem Sinne, dass man dort sehr niederschwellig durch ganz wenige Investitionskosten sozusagen relativ schnell so kleine Lösungen bauen kann. Und wenn man dort einfach ein paar Sensoren dran stopselt, wie zum Beispiel einen Temperatursensor, und diese Daten dann eben in einen Bereich reinpumpt, wo man dann eben Erkenntnisse daraus gewinnen will, ganz simpel Temperaturverlauf, vielleicht Luftdruck und noch weitere Werte wie Luftfeuchtigkeit und so weiter, dann kann man sehr schnell ein Modell bauen, wo man quasi auf Basis von Realdaten einfach sagt, okay, wie ist der Zusammenhang zum Beispiel dieser drei Werte zu einem Schmelzpunkt? Und wenn man dann feststellt, man nimmt so einen Raspberry Pi Sensor und der ist zufällig in der Nähe von der CPU, kriege ich natürlich falsche Messdaten, nämlich von der Temperatur. Und dementsprechend würde auch mein Modell immer falsche Werte liefern, weil ich es dann vielleicht sogar falsch angelernt habe und Ähnliches. Das heißt also, genau dieses Beispiel zeigt schon, wie wichtig Richtigkeit und Kontext und Qualität im Wesentlichen dann in diesen ganzen Prozessen dann sofort sich darstellt. Weitere Herausforderung ist sozusagen gerade bei diesen AI, wir reden hier von doch durchaus komplexen technischen Umgebungen, einzelnen Algorithmen und auch Methodiken, die man verstehen muss, die man dann anwenden muss. Ist es durchaus am Markt üblich, dass große Hersteller wie Google, wie Microsoft, wie IBM und Ähnliches hier abstrahierte Lösungen bringen, wo dann die Schlagworte wie Auto-AI und Ähnliches dann passieren und wo man mit so Drag-and-Drop sehr schnell Daten einfach in ein Modell reinpumpen kann und dann kommt ein Ergebnis raus. Das klingt relativ gut, aber wenn man dann wirklich mal verstehen will, warum ist was wie, dann ist es wirklich eine Frage, dass man die richtigen Talente braucht. Und deswegen sind eben genau diese Skills, quasi dieses Data Science im klassischen Überbegriff, wer erschließt die Daten, wer versteht die Daten, wer kann auch mit diesen Methodiken, die dort angewendet werden, auch von den Algorithmen und von den statistischen Verfahren und Ähnliches, wirklich das verstehen und auch anwenden. Ja, und last but not least, die weitere Herausforderung gerade bei diesen Systemen ist eben, dass diese Machine Learning Algorithmen und so weiter sehr stark Blackbox orientiert sind. Das heißt also, man hat eine riesen Volut an Daten. Das kann man zum Beispiel bei den Bilddaten durchaus relativ schnell erkennen, wenn man einen Algorithmus baut und sagt, okay, ich trainiere den eben hier mit entsprechenden Bilddaten von Hunden, unterschiedliche Rassen und baue einen Klassifikator für die Rassen. Dann kann man durchaus als Antithese zum Beispiel Katzenbilder reingeben und sagen, damit verbessert man das Modell noch. Last but not least, wenn ich dann ein Bild von mir zum Beispiel reinstelle, und das ist auch etwas, was ich mit den Studenten immer wieder gerne baue, dann kann man feststellen, dass er mit aller Gewalt versucht, mich zu irgendeinem Hund zu klassifizieren, um dann entsprechend sozusagen hier als Aussagewert zu bekommen. Und die Herausforderung ist natürlich, wie baue ich Trusted Models, also wie kann ich Modelle überprüfbar machen, an welchen Entscheidungskriterien basiert eigentlich dann die Modellaussage und so weiter. Gerade bei diesen Machine Learning Ansätzen ist das ein eigenes Thema, wo man sich dann auch bewusst aufgrund der Aufgabenstellung durchaus überlegen muss, ist zum Beispiel ein ML-Ansatz überhaupt das Richtige oder muss ich nicht sowas wie Entscheidungsbäume oder ähnliche, eigentlich klassische statistische Algorithmen und Ähnliches eigentlich als Modellkreierung im Hintergrund anlegen. Ja? Und in Summe, wenn man diese Herausforderungen sieht, muss man eben genau diese Personen und auch die Möglichkeiten zusammenfinden. Und das ist natürlich dann, wenn ich dann so wirklich das in Scale machen möchte, wo ich wirklich Modelle dann auch für meine ganze Unternehmung auch im Sinne eines Assistenzsystems für Entscheidungsfindung und Ähnliches für die Menschen etablieren will, gerade in der Skalierung dann auch ein Riesenthema. Ja. Und das führt eben genau zu diesem Approach, dieser Leiter quasi. Das heißt also wirklich anzustarten, indem man sagt, okay, als Organisation muss ich immer einen Durchstich dann dazu machen. Und meistens ist es dann eben so, wie man startet mit der Datensammlung, man muss sie organisieren, in auch entsprechend dann analysieren, Erkenntnisse gewinnen, um überhaupt festzustellen, wie sind die Daten in Relation, passen die zusammen, welche Daten treiben eigentlich in Wirklichkeit dann Entscheidungspunkte. Und das hat man zum Beispiel bei gerade dieser Corona-Pandemie auch toll erleben können, sozusagen mit welchen statistischen Modellen und Aussagekräften quasi hier gearbeitet wurde, mit welchen Daten man dann
wieder Rückflüsse gemacht hat, Modelle gebaut hat, um dann eben Vorhersagemodelle für diese gesamte Pandemie und auch für die Auslastung und Ähnliches für Entscheidungskriterien entsprechend zu bauen. Und ich sage mal, technisch gesehen hat man da extrem viel qualitative Informationsdaten und Ähnliches bauen können. Aber last but not least, sage ich mal, das, wenn man das jetzt auch wieder auf Organisationen umlegt, da steckt schon einiges an Herausforderungen und Kombinatorik von Datengewinnung bis zur Modellentwicklung und Falsifizierung entsprechend drinnen. Ja. Und wenn man das jetzt mal auf IBM Research umsandelt, sind da schon ein paar spannende Geschichten. IBM Research deswegen jetzt erwähnt, weil wir nach wie vor die größte private universitäre Einrichtung weltweit besitzen, die unabhängig ist jetzt quasi und in einer Firmenhand ist. Wir arbeiten natürlich mit den ganz Großen zusammen, aber alleine, wenn man diese Themenbereiche hier mal sich ansieht, dann kann man, wenn man etwas ins Detail reingeht, feststellen, dass also wirklich überall diese AI-Thematiken ineinander reingreifen. Nicht nur, dass man jetzt quasi in der Artificial Intelligence, in den Algorithmen und Ähnlichem weiterkommt, ich bringe da noch ein paar Beispiele aus diesem Umfeld, sondern eben auch, dass man dann ganz andere Rechenarten wie einen Quantencomputer quasi verwendet in den Bereichen Internet of Things, wo es dann eben darum geht, wie kann ich eben die Datensammlung oder auch AI-Modelle ins Feld rausbringen, also die sogenannte Inference zu bauen oder im Security-Bereich, um Frauds oder auch Einbrüche oder auch Anomalien grundsätzlich zu erkennen und so weiter. Also man kann durchaus sagen, in all diesen Bereichen spielt bei uns eben genau diese Disziplin von Daten zu Erkenntnissen, zu Modellbauen, Modellerkenntnisse falsifizieren und rückführen extrem hohe Rolle. Ja. Es geht dann so weit, dass wir dann mit solchen neuartigen Systemen eben auch zum Beispiel wirkliche physische Science, physikalische und chemische Prozesse und so weiter entsprechend mit solchen Modellen dann befüttern können, dort sogar Erkenntnisse rausgewinnen können aus den Daten zu Fragen, die man eigentlich in der Form gar nicht gestellt hat. Also wir sind da wirklich schon in einer relativ hohen Qualität mittlerweile auch im Sinne des Begriffes der künstlichen Intelligenz quasi unterwegs. Ja. Und wenn man dann etwas weiter schaut, dann sieht man auch schon, dass eines der größten Herausforderungen ist, wenn wirklich die ganzen Unternehmen in diese Richtung investieren, dass wir aber auch dann bei größeren, komplexen Modellzusammenhängen und gerade wenn es dann um Datenvolumen geht, entsprechend sozusagen in Problematiken der Infrastruktur eigentlich dann auch am Ende des Tages landen. Und wenn man diese Prognosen jetzt mal hier hochrechnet, dann sieht man eben, dass die Computation needed, also die Rechenleistung, die gebraucht wird, sich im Schnitt alle 3,5 Monate verdoppelt und teilweise sogar jetzt noch stärker aufgrund der höheren Nutzung und entsprechenden Modellvarianz, die man mittlerweile durch diese Rechenleistung, die vorhanden ist, auch entsprechend dann versucht, weiterhin zu toppen. Und wenn man diese Basis mal anlegt, dann kann man verstehen, warum man nach Alternativlösungen, nach hochspezialisierten quasi Rechensystemen eigentlich sucht und dann landet man automatisch schon wieder bei einem quasi komplett neuen Ansatz, nämlich den Quantencomputer, wo es dann eben darum geht, dass man eben durch Quantenstrukturen versucht eben diese Quantenmechaniken und die Quantenmöglichkeiten zu nutzen. Und man kann sich das durchaus so vorstellen, dass wenn man von Quantensystemen spricht, dass man eben dann hier Datenräume mit Daten so miteinander verknüpft, dass man dann eben, wenn man das auf ein sehr simples Beispiel umlegt, dass ich einen Kartenstoß habe, wo eben unterschiedlichste Karten drinnen sind und das wäre jetzt mein Quantenraum sozusagen. Jede dieser Karten werden dort hineingeladen, ich werde gewisse Operationen machen und eine Aufgabenstellung könnte sein, ich möchte den Herzbuben rausziehen. Und wenn man das mit klassischen Algorithmen machen würde, dann würde es eben heißen, ich muss also durchsuchen oder sortieren und dann jeweils den entsprechenden rausfiltern oder ich verwende verschiedenstartige Algorithmen, um da drinnen in dem Datenraum das herauszufiltern. Beim Quantencomputer wäre es dann so, dass ich durch die Rechenoperationen quasi mit einem Zug diesen Herzbuben eben dann entsprechend auch rausziehen kann und durch entsprechende Algorithmen, sozusagen Manipulationen in diesem verschränkten Raum sofort das Ergebnis eigentlich repräsentieren kann. Ja, und das ist sozusagen eine dieser Möglichkeiten, wie man aus diesem Thema rauskommen kann. Und aus diesem Titel heraus ist es natürlich auch essentiell zu wissen, was sind es denn für entsprechende Anwendungen, die man da haben möchte. Ja.
Und wenn man versucht, das auf die Zeitachse nochmal aufzugeben, dann kann man durchaus sagen, wenn man das zeitaltermäßig sozusagen betrachtet, dann können wir durchaus sagen, wir sind nach wie vor noch eigentlich in einem sehr Anfangsstadium der wirklichen künstlichen Intelligenz. Das heißt also, wir versuchen hier im Wesentlichen in Closed Systems zu machen. Das heißt, wir haben Datenräume oder sehr domänenspezifische AI-Systeme, wie zum Beispiel einen Bilderkennungsalgorithmus oder einen Translation-Algorithmus, der eigentlich nie verstanden hat, dass er übersetzt, sondern er ist eben darauf trainiert, dass er eben übersetzen kann, indem er halt quasi Patterns, nämlich Patterns der einen Sprache mit einem Pattern einer anderen Sprache verbindet, und damit ist es ein Transformationsalgorithmus, wenn man es genau anschaut, von einem Pattern in ein anderes, und damit eine Logik, die eben dann zu einer sehr, sehr guten Übersetzung führen kann. Aber per se muss das nicht zwangsläufig heißen, dass der Algorithmus verstanden hat, was er tut. Ja. Und wenn man das jetzt von der Narrow AI, also dieser domänenspezifischen Ausprägung, wo ich ein Modell für eine genaue Aufgabenstellung, so à la diesem Bild, was ich eben vorher schon mit diesem Hundeklassifikator gezeichnet habe, quasi komme, und ich würde jetzt versuchen, jetzt diese Domänen aufzumachen und sagen, ich baue etwas, was breiter wird, dass es mehrere Domänen zum Beispiel einschließt, dann kann man durchaus sagen, das ist so der Step, wo wir maximal heutzutage sind, also dass man wirklich intelligentere Wissensbasen sozusagen aus unterschiedlichsten Kriterien befüllen kann, aus unterschiedlichen Domänen, um eine gewisse Aufgabenstellung damit zu erreichen. Von einer wirklichen General AI oder einer wirklichen künstlichen Intelligenz haben wir aber nach wie vor weit entfernt. Ja. Das heißt, ich habe das jetzt hier mal simplifiziert dargestellt, und wir sind im Wesentlichen jetzt hier so am Anfang der Broad AI in Wirklichkeit nach wie vor bei Weitem entfernt. Wenn man jetzt in die Glaskugel schaut und so wie der Jürgen Bereier gesagt hat, Prediction is difficult, ja, also das ist immer sozusagen alles, was man sagt, ist im Wesentlichen an der Stelle sozusagen sowieso meistens nicht gültig, dann kann man durchaus eben überführen zu dem, dass man sagen, 2015 oder nachher sollten wir eigentlich von den Capabilities der Algorithmenentwicklung als auch der Rechenleistung in dem Bereich einer General AI theoretisch hinkommen können. Ja, auf die einzelnen Detailthemen möchte ich gar nicht einsteigen, aber eigentlich sogar überleiten und zu sagen, wo haben wir denn die Probleme eigentlich mit der AI derzeit? Also das heißt, wie ich schon erklärt habe, also ein Machine Learning Algorithmus ist meistens ein Blackbox Algorithmus. Das heißt, er lernt und hat eine gewisse Qualität, je mehr Daten, und man kann das sozusagen antrainieren, das System, und ich kriege im Wesentlichen auch Metriken aus dem System heraus, indem ich dann vergleichend zum Beispiel mit der Realität sage, ich lerne von Daten, ich baue das Modell eben in dieser Form, und aus Output kriege ich dann eine gewisse Vorhersage oder einen Klassifikator oder einen Wert, je nachdem, und ich falsifiziere diese Werte mit der Realität, dann kann ich durchaus Qualitätsabschätzungen machen. Aber wie das Ganze zustande gekommen ist, ist eine Riesenherausforderung, und deswegen kann man durchaus sagen, diese AI-Algorithmen muss man einer gewissen Ethik auch langsam hinterlegen, weil sie werden einfach unreflektiert teilweise eben gebaut, eingesetzt und führt dann eben auch zu sehr oft negativen Schlagzeilen. Also wenn man jetzt hier einen großen Logistiker, der sehr populär ist quasi, heranzieht, der im HR-System einen solchen Algorithmus eingebaut hat, und der hat im Wesentlichen aus den Vergangenheitsanstellungsdaten und Bewerbungsdaten quasi ein Algorithmus trainiert, wo er sagt, ich brauche einen Vorselektionsalgorithmus, der mir aus den Bewerbungsdaten jene rausfiltert, die wahrscheinlich zu uns passen, und die lade ich dann nur mehr zum Interview ein, und ich muss das nicht mehr screenen. Und er lernt es aus den Daten, wie er bislang eingestellt hat, so passiert, dann kann es durchaus sein, dass am Ende der Algorithmus durchaus sowas wie einen rassistischen Aspekt hat, wie zum Beispiel, dass er gelernt hat, aufgrund dessen, dass ich hauptsächlich Männer eingestellt habe, dass ich Frauen mal grundsätzlich deselektiere. Und die werden also dann nie vorgeschlagen, dass sie zu einem Interview kommen und Ähnlichem. Ja, und das führt dann auch entsprechend im amerikanischen Umfeld zu spannenden Herausforderungen. Ja. Das heißt also, Ethik heißt auch, man muss sich überlegen, wo setzt man AI wie ein, wie macht man AI auch erklärbar, also die Explainability, die Fairness dieser Algorithmen sozusagen, dass die nicht biased ist, der professionelle Name dazu, also diese ganzen Parameter, die man den Algorithmus hinterlegen kann, wie macht man das transparent und wie kann man das auch harden, dass der robust bleibt, wie macht man das mit dem Neuanlernen und Ähnliches, und wie gewährleistet man auch dann bei diesen Algorithmen, dass die Privat
Datenerhaltung, und zwar nach den Gesichtspunkten der Privacy, des Datenschutzes, nicht nur alleine des Datenschutzes, sondern auch wirklich der Rückschlüsse und Ähnliches dann entsprechend sozusagen hier Rücksicht nimmt. Ja. Und wenn man das dann über diese Bereiche geht, dann kann man durchaus sagen, das ist ein riesen Research-Thema und da gibt es auch sehr viele Open-Source-Werkzeuge, wo gerade IBM sich auch sehr stark engagiert. Diese ganzen Methods und Toolkits sind alles Open-Source-Thematiken, nach denen kann man durchaus mal googeln und sich das ein bisschen anschauen. Da gibt es auch entsprechende gute, coole Seiten, die das dann auch in Demos zeigen, wie man sowas anwenden kann und Ähnliches. Ja. Ich möchte jetzt zwei so State-of-the-Art-Themen quasi mal rauspicken aus dem, wo, wie weit wir sind oder was wir an der Stelle schon alles können. Das eine ist der Simon, der im Wesentlichen auf der ISS eingesetzt wird, mittlerweile in der zweiten Generation. Und die Idee von diesem Ding ist im Wesentlichen, dass man diesen Mensch, der im Raum quasi unterwegs ist, bei seinen täglichen Routinetätigkeiten entsprechend unterstützt, nämlich einerseits bei Wartungen, bei entsprechenden Fragestellungen hinsichtlich Technik, sozusagen wie bei einer Maschinenwartung, wo ist denn da jetzt wie das zum Einstellen oder eben auch Manuals oder auch prozedurale Beschreibungen, als auch im Wesentlichen während des ganzen Tagesablaufes auch in Hinsicht der Forschung. Und im Wesentlichen ist es als Experiment für Mensch-Maschine-Interaktion, Entscheidungsprozesse und so weiter zu verstehen. Das heißt also, der ist antrainiert mit den ganzen Daten der ISS und der jeweiligen Forschungsdomäne und so weiter. Und der Arbeitende kann mit diesem Simon eben reden und kriegt dann dort auf dem Bildschirm entsprechend auch dann die nächsten Anweisungen, was er zu tun hat oder auch Erklärungen. Und das Ganze eben in Naturalsprache ist eines dieser domänenübergreifenden Ansätze, wo man eben einerseits eben Abläufe, Strukturen, aber auch eben wirklich Frage-Antwort-Systeme und Ähnliches durchaus verbindend gebaut hat. Ja. Was ein Durchbruch 2019 war, ist durchaus erwähnenswert, ist auch das Projekt Debater und das ist so eine logische Entwicklung aus der Reihe dieser damaligen Watson Challenge, wird man vielleicht das ein oder andere Mal schon gehört haben, wo wir diese Jeopardy Show in Amerika quasi, wo es darum geht, dass ich eine Antwort zu einer Frage finde, sozusagen, also im umgekehrten Schluss gebautes System und die Herausforderung war eben, dass ich aus einem Domänenwissen, nämlich Allgemeinwissen, Fachwissen in diesem spezifischen Umfeld quasi Antworten bekomme und ich muss die entsprechende Frage finden und zwar schneller als die anderen. Das war damals 2011 und wir haben bewiesen, dass das funktioniert. Und jetzt über die nächsten 5 Jahre haben wir ein System entwickelt, was diese Naturalsprachen- und Erkenntnisgewinnungsarchitektur des Watson-Computers im Hintergrund nutzt, um Debattierungen zu machen. Also die Beta ist eigentlich ein Antritt mehrerer Leute gegeneinander, um zu einem Thema, was vorher nicht bekannt war, zu debattieren. Und dann treten die Leute gegeneinander an und müssen also dann jeweils Argumente, Gegenargumente und Ähnliches in einer Beweislage aus einem Thema raus extrahieren, debattieren und untereinander sozusagen austauschen. Das geht dann bis so weit, dass man durchaus zum Beispiel durch die Argumente der anderen seine Lösungsstrategie vielleicht sogar anpasst oder auch sogar vielleicht sogar seine Meinung ändert. Ja, also ein hochspannendes Thema. Ihr habt dann jeweils einen Link für so einen Film dahinter quasi mit eingebracht. Ja. Und was das Spannende an dem System an der Stelle ist, eben, dass ich auf der einen Seite eben sowas wie Wissensbasen wirklich dort vorher antrainieren muss, weil ins Internet Fragen gehen oder so wäre viel zu langsam. Und das andere ist im Wesentlichen, dass man hier an der Stelle sozusagen unterschiedlichste Lösungsalgorithmen eben für Aufgabenstellungen, die vorher gar nicht bekannt sind, zu einer Anwendung bringen kann. Also hochspannend, wenn man da im Detail reingeht, was es bedeutet. Ja. Und last but not least, das ist jetzt das letzte Beispiel, wie weit man mit AI heutzutage kommt, ist eben dieses Mayflower Autonomous Ship Konstrukt. Das ist ein Solarschiff mit Elektroantrieb, was eben jetzt für unabhängiges Fahren am Hochwasser thematischen Ozean, Atlantischen Ozean unterwegs ist.
Und der kombiniert eben verschiedenste Algorithmen von visueller Erkennung, eben, dass ich Bilddaten, Hafendaten, Schiffsdaten und Ähnliches quasi erkennen kann. Dann ist die Routenoptimierung ein Riesenthema natürlich da drin, dass ich sage, wie von A nach B und ich habe die und die Energieleistungen derzeit, wann kommt das Wetter mit Sonne und wie auch immer, um entsprechend mich wieder aufzuladen und so weiter. Also viele, viele verschiedenste Subsysteme hier in ein autonomes Environment quasi kombiniert und da steht dann immer wieder mal quasi im Datenaustausch mit der Cloud sammelt die Daten, gibt die Daten wieder weiter, eben um zum Beispiel sowas wie Plastikanalysen im Meer und Fischbestände und wie auch immer quasi hier zu erheben. Ja. Das sollte nur mal so ein Art Teaser für die nächste Reihe der AIs quasi geben. Im Sinne dieses Human-Centric AI ist für mich ein guter Begriff, nämlich wir haben das 2011 oder 2010 war die Begriffsdefinition der IBM Cognitive Systems, nämlich genau diese Kombinatorik, wo man das sagt, verschiedenste Sensiken des Menschen quasi aufzugreifen, eigentlich ein Unterstützungssystem für Menschen zu bauen. Das ist eigentlich die wirkliche Herausforderung, nicht unbedingt dieses ganz autonome, selbstentscheidende, sondern immer das angeleitete oder entscheidungsaufbereitende System ist eigentlich dann die wirkliche Herausforderung oder der Wunsch, wo man hingehen möchte. Und das führt mich dann auch eben zu den Abschluss jetzt wieder zurückkommend auf die Herausforderungen. Das eine ist sozusagen durchaus erwähnenswert, dass IBM in Wirklichkeit im Hintergrund sehr stark eben die Leadership in diesen Themen wirklich hat. Wir sind halt nicht mehr so visible in dem Sinne, weil man keinen Laptop und keinen PC und kein klassisches System des Endusers mehr haben. Aber wenn man sich anschaut, wir gewinnen also zum Beispiel bei diesen Google Image Recognition Challenges immer mit unseren Algorithmen und liefern sehr viel Input eben zum Beispiel in TensorFlow, wie man sowas machen kann oder wie erfindet man Daten, Zusammenhänge und so weiter oder wie kann man Qualität bestimmen oder eben genau in Richtung Trusted AI, wenn es darum geht sozusagen, wie baut man eine Messbarkeit des Modells oder wie kann man Modelle visualisierbar machen, wo das eigentlich Blackbox-Systeme sind und so weiter. Und da ist IBM wirklich Leading Edge an der Stelle. Ja. Führt mich dann zum Ausstieg eigentlich darum, AI ist für jeden was, glaube ich. Also ich glaube, jede Unternehmung wird in irgendeiner Form mit diesen Themen der Datenerschließung, Umsetzung und sozusagen mal human-centric Unterstützung mit solchen Modellen wahrscheinlich in Zukunft zu tun haben. Sei es, dass er selber baut oder eben bauen lässt oder durch Software, die er bekommt, quasi automatisch mitgeliefert bekommt als Built-in-AI. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, die Herausforderung, ohne dass ich meine Daten kenne, ohne dass ich den Kontext der Daten verstehe, ohne dass ich mich wirklich mit dieser Informationsarchitektur selber auseinandersetze, werde ich halt extrem schwer mir tun in der Zukunft. Und das ist auch so der Aufruf, der Appell. Technik ist da, die Möglichkeiten sind da und es ist eigentlich jeder auf der Journey, dass man einsteigt und in diese Richtung geht. Und damit bin ich eigentlich auch am Ende meines Vortrags, hoffentlich noch in meiner Zeit. Vielen herzlichen Dank, Herr Hahn, für Ihre Ausführungen. Es haben sich dabei auch gleich einige Fragen im Chat aufgetan, die ich jetzt auch gleich mit Ihnen gemeinsam an die weiteren Personen, die ich jetzt aufs virtuelle Podium bitten möchte, erneut den Herrn Professor Dörner und auch Michael Affenzeller. Bitte schalten Sie alle Ihre Kameras ein. Ja, wunderbar, okay. Herr Hahn, darf ich gleich nur mal bei Ihnen bleiben? Also der Stefan Winkler hat da eine Frage gestellt, also wo es wirklich eigentlich um den Flaschenhals, die Datenakquise geht, ja, aus seiner Sicht. Ja. Er stimmt Ihnen sehr zu, ja, dass das Data Science oft an der fehlenden Verfügbarkeit der Daten scheitert. Also insbesondere in der Corona-Krise haben wir ja gesehen, dass es fast unmöglich war, da zu irgendwelchen Datensammlungen oder validen Daten zu kommen. Obwohl auf der anderen Seite aber schon erkannt wird, dass wir sowas brauchen und dass es eigentlich schon einen entsprechenden Mehrwert gäbe, die dann entsprechend auch analysieren zu können. Gibt es da aus Ihrer Sicht bereits gute Ansätze, um solche valide, vielleicht auch gerade jetzt in diesem Bereich anonymisierte Datensätze für die Forschung speziell zu sammeln, ohne dass man halt immer wieder an Datenschutzbedenken in dem Zusammenhang scheitert?
Ja, also eine gute und schwierige Herausforderung an einer Stelle. Ja. Also gerade im österreichischen Kontext oder auch in der EU spricht man ja jetzt eben genau um diese Data Privacy Thematik rund um AI und was heißt Ethik eigentlich im europäischen Kontext und was heißt das auch quasi, wenn man in Österreich in das Digitalisierungsministerium reinschaut, dort wird eben an Gesetzgebung in diese Richtung mal grundsätzlich gearbeitet. Das ist das eine Thema. Ja. Das zweite Thema ist ganz konkret, wenn man sich anschaut, gerade in Österreich, wir haben einen Riesenschatz einer Elga, die als Herausforderung in den Statuten grundsätzlich verankert ist, dass das nicht für irgendwelche wissenschaftliche und analytische Zwecke verwendet werden darf. Ja. Also wo das absolute Nichtziel davon war und dementsprechend ist natürlich die Fragestellung, gerade wenn man in so einer Pandemie ist oder gerade wenn ich jetzt an diese Thematik der Erschließung von möglichen Zusammenhängen, die ich aus diesen Daten wirklich beziehen kann, ein Riesenschatz, den wir per se einfach von uns selber per Definition ausschließen. Ja. Und das aufzubringen in einem politischen Willen und in einer öffentlichen Diskussion ist ein spannendes Thema. Ja. Und die Schizophrenie an der anderen Stelle ist natürlich, dass wir in diesem Selbst-Describing-Wahn sind, wo wir dann mit unseren eigenen Sensoren, Uhren und Biometralldaten und wie auch immer sehr, sehr offenherzig und sorglos umgehen und gleichzeitig sozusagen diese Kombinatorik ganz neue Herausforderungen stellt. Ja. Und ich sage immer, ich bin auf der einen Seite ein Verfechter des Datenschutzes, nämlich im Sinne meiner Privatsphäre und meiner eigenen personenbezogenen Daten, aber auf der anderen Seite eben die Konsequenz, wenn es darum geht, dass ich damit, was ich damit alles erschließen könnte und welche tollen Zusammenhänge man findet. Und das kann man nicht über einen Kamm scheren. Es ist genauso falsch zu sagen, man darf nicht oder man soll nicht, wie es genauso unrealistisch ist, weil de facto, wenn man Richtung Amerika schaut, da macht man. Ja, also das ist eben auch dann dieser internationale Kontext. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt an DNA-Analyse, wir haben also so einen Healthcare-Computer in Amerika mit einer Universität gemeinsam gebaut, da wird zwischen den Krankenverläufen quasi und deren DNA-Daten einfach Zusammenhänge geknüpft. Ja. Und man kann durchaus sagen, ähnliche Patienten mit ähnlichen DNA-Voraussetzungen werden wahrscheinlich mit ähnlichen, sage ich mal, Beschwerdeverläufen zu tun haben. Ja. Im europäischen Kontext undenkbar. Ja. Also aus derzeitiger Sicht. Ja. Okay, danke schön. Ich darf dann gleich auch noch eine mehr oder weniger Corona-induzierte Frage an den Herrn Professor Dörner anschließen. Gerade die Corona-Zeit hat uns ja sehr deutlich aufgezeigt, wie stark sich lokale, punktuelle Störungen an einzelnen Stellen, zum Beispiel insbesondere in der Logistikkette global auf die Produktion bzw. generell auf die Wirtschaft auch auswirken können. Man denke nur an die Containerschiffe, die ihre Häfen nicht mehr anlaufen könnten, ihre eigentlichen Zielhäfen, oder an die Ever Given, das hat vielleicht jetzt nicht unbedingt was mit Corona zu tun, die hat dann tagelang den Suezkanal blockiert. Prescriptive Analytics, auch wie Sie dargestellt haben, stellt ja primär die Effizienz in den Vordergrund. Ja, die Nachfrage, Daten sind da relevant, die Lagerbestände und so weiter. Wie sieht es denn mit der Resilienz eigentlich gegen solche Vorfälle aus Ihrer Sicht aus? Gibt es da gute Modelle und Strategien, um mit sowas auch umgehen zu können? Naja, das ist, sage ich mal, vermutlich nicht unbedingt ein Data Science-Thema, sondern ein Logistik-Thema als solches. Nicht? Weil wenn man quasi die Lieferzeiten verkürzt, wenn man die Lieferanten näher bei den Kunden hat, dann hat man sozusagen auch eine sicherere Lieferkette. Nicht? Also sozusagen, wie man es in der Pandemie in zwei Produkten gesehen hat, also da hat es ja zwei dramatische Lieferengpässe gegeben. Der eine war hausgemacht, man weiß es nicht genau, also sozusagen die Toilet Paper Crisis, also jeder hatte versucht, Toilettenpapier einzukaufen. Und da ist halt zusammengetroffen, dass Toilettenpapier grundsätzlich eine effiziente Supply Chain benötigt. Das ist ein stabiler Verbrauch. Man weiß ganz genau, wie viel Klopapier man pro Tag in einem Land braucht. Das ist also mit den Windeln. Die Babys brauchen so und so viel Windeln pro Tag. Das ist ziemlich konstant. Und dann wurde irgendwie der Eindruck vermittelt, dass das Klopapier knapp wird. Jetzt haben alle gehamstert und viel gekauft und diese effiziente Supply Chain ist nicht nachgekommen. Also wenn man sozusagen dafür, für solche hochvolatilen und schwankenden Bedarfe braucht man letztendlich keine effizienten Supply Chains, sondern responsible Supply Chains, also die wirklich reaktionsfähig sind. Also sozusagen das Design hat da nicht zusammengepasst. Das Produkt ist ein effizientes,
effiziente Supply Chain benötigt keine reaktive Supply Chain, aber hier wurde der Nachfrageschwung in den Medien erzeugt und darum sind die nicht nachgekommen. Das war nicht wirklich das Problem, dass es hier wirklich ein dramatisches Problem gegeben hätte, dass das nicht produzierbar war, weil einfach die Supply Chain nicht responsiv genug war. Das war das eine. Und das andere war die fehlende Germ oder Hefe zum Brotbacken. Das ist das Gleiche. Nicht? Wer braucht schon Hefe? Das ist auch wieder sozusagen eine ziemlich konstante Nachfrage. Und hier haben wieder die Medien gesagt, okay, jetzt ist es, wir sind zu Hause, tun wir irgendwas, tun wir Brot backen. Alle haben Germ nachgefragt. Und dann hat es auch über Wochen und Monate keine Hefe oder Germ sozusagen zum Brotbacken gegeben. Das heißt, also das ist kein Data Science Thema, sondern eher ein Design der Supply Chain. Okay. Aber auf Resilienz und dergleichen sollten eben Data Science stochastisch dynamische Aufgabenstellungen besser eingehen können als deterministische Vorhersagen. Okay, da schließe ich gleich noch eine Frage aus dem Publikum von Josef Küng an. Er schreibt, Prescriptive Analytics ist gleich Machine Learning plus Optimierung. Machine Learning ist in seinem Inneren ja auch Optimierung, zum Beispiel Suche des Optimums oder Minimums in der Fehlerfunktion. Könnte diese Art der Optimierung auch der richtigen Optimierung methodisch helfen? Also Prescriptive Analytics ist, hat vielleicht mehrere Definitionen, aber in meinem Verständnis Predictive Analytics plus ein Entscheidungsmodell. Mhm. Ob jetzt die Data Mining Methoden auch für die Optimierung verwendet werden können, daran arbeitet man. Also sozusagen manche Bilderkennung und dergleichen, das ist mit Machine Learning und dergleichen geht ja relativ gut, dass man sozusagen ein Logistikproblem, das Bild dieses Tourenplanungsproblems in ein Bild transformiert und dann dieses Bild lernt und aus diesem Bild wieder eine Lösung generiert. Hier gibt es diese Ansätze. Für meines Erachtens ist der Overhead doch ein bisschen hoch. Es funktioniert auch noch nicht ganz so richtig, aber es gibt schon erste Erkenntnisse, dass man über Bildverarbeitung auch logistische Optimierungsprobleme lösen kann. Okay, danke schön. Michael, eine Frage an dich, bevor du mir antwortest, schalte dein Mikrofon an. weil es nämlich gerade da dazu passt. Was hat denn aus deiner Sicht die Artificial Intelligence mit der Prescriptive Analytics zu tun? Wo kann denn die eine dem anderen helfen? Ich glaube, um diese Frage zu beantworten, muss man sich dessen bewusst sein, was so landläufig subsumiert wird unter künstlichen Intelligenz und bei Prescriptive Analytics ist es ähnlich, ist eigentlich ein Sammelsurium von verschiedenen Methoden, die hier dahinter stecken. Bei künstlicher Intelligenz wird häufig reduziert auf maschinelles Lernen heutzutage, aber es sind sehr viel mehr Teildisziplinen in der künstlichen Intelligenz auch drinnen, wie Reinforcement Learning oder heuristische Optimierung. Und bei Prescriptive Analytics ist es ähnlich, weil man in Wirklichkeit, auch wenn man diese aktuell vierte Stufe der Analytik bezeichnet, baut diese ja inhärent auf den Vorgängerstufen. Also Prescriptive Analytics wäre nicht möglich ohne die deskriptive über die diagnostische und prädiktive Phase. Also hat man auch hier ein Sammelsurium von Wissenschaftsdisziplinen und Methoden im Hintergrund. Und auf dieser einen Ebene drunter der Betrachtung hat man dann plötzlich sehr, sehr viele Schnittmengen zwischen künstlicher Intelligenz und den verschiedenen Analytics-Disziplinen. Da passt dann auch die Sichtweise, die der Josef Kühn gebraucht hat, glaube ich, ganz gut hinein, wenn man sagt, dass bei vielen oder dass bei den vielen modellbasierten maschinellen Lernverfahren ja in Wirklichkeit innen drinnen ganz einfach ein Minimierer auf dem Fehlerraum mit Gradientenabstiegsverfahren drinnen steckt oder eine Maximierung auf Korrelationskoeffizienten bei Regressionsverfahren getätigt wird, wo tatsächlich mitunter genau die gleichen genetischen Algorithmen bei einer symbolischen Regression zum Beispiel zum Einsatz kommen, wie sie auch für die Lösung einer Tourenplanungsaufgabenstellung mit anderen Parametersetzungen natürlich, aber von der Grundidee zum Einsatz kommen können.
die Unterschiede sind teilweise, glaube ich, in der thematischen Schwerpunktsetzung gegeben, welche Teildisziplinen wofür gut zum Einsatz kommen können. Wir sind wahrscheinlich in Richtung einer starken Intelligenz unterwegs, wenn man viele Halbstarke so auf die Art zusammenbilden und dann phänotypisch vielleicht irgendwann einmal beginnen, den Anschein erwecken, stark zu sein. Das ist so eine Sichtweise, die ich als ganz plakativ finde für die Fragestellungen. Okay, danke schön. Eine Frage weiter aus dem Publikum von Florian Sobiecki darf ich an den Herrn Hahn stellen. Es wurde vorgetragen, ein Auszug, sollen wir vielleicht statistische Methoden im Hintergrund benutzen, um die Glaubwürdigkeit der Predictions zu verstärken. Gibt es Erkenntnisse, wie Architekturen von Ensemble-Methoden, von Statistik- und AI-Methoden aussehen müssen, damit das Gesamtmodell an Glaubwürdigkeit gegenüber reinem Blackbox-Predicting gewinnt? Also ich will es ein bisschen auf einer Metaebene beantworten. Also die Zielsetzung von Trusted AI, wenn man es jetzt ganz oben ansetzt, geht genau in die Richtung. Ja, nämlich zu sagen, nach welchen Parametern kann ich Qualität eines Modells messen? Wie kann ich quasi die ganzen Parameter, auch die Datenqualität oder was muss ich bei den Datenqualitäten vielleicht sogar vorher rausfiltern, damit ich qualitativ gute Modelle bekomme? Wie kann ich die Modellqualität über den Lebenszyklus messen, bis hin zu dem, was muss ich vielleicht auch reverse am Input oder wie auch immer dann wieder verändern, um einen unbiased Ansatz zum Beispiel zu bekommen, also dass es eben nicht nur einen gewissen Tendenz folgt oder wie auch immer. Ja? Das heißt also, ich glaube, dass die Realität in Wirklichkeit immer eine Kombinatorik aus dem Ganzen ist. Und wenn man sich zum Beispiel Auto-AI anschaut als Ansatz, da verwendet man ja eben genau solche, sage ich mal, statistischen Methoden ja genau in der Form, um eigentlich dann den besten Lösungsalgorithmus rauszuidentifizieren, indem man einfach alle parallel fahren lässt und dann sagt, was ist denn das Optimum? Ja, also jetzt ganz salopp von mir. Ja. Ich glaube, das ist aber auch einfach ein Weg, der jetzt eben gestartet wurde, wenn wir einerseits die Rechenleistungen haben, also wenn ich zum Beispiel Auto AI nehme und ich lasse halt dann 30 verschiedene Modellvarianten durchrechnen und so weiter, dann ist das System quasi gleich mal für x Tage beschäftigt, je nachdem, welche Volumina das sind. Und das macht ja auch dann wiederum, sage ich mal, aufgrund der Kapazitäten, die man aus Clouds oder so beziehen kann, durchaus Sinn, sowas zu tun, das dann in Modellqualitäten und Ähnliches dann abzuleiten. Ja. Das geht dann so weit, dass ich eben genau diese ganzen Einstellungsvarianten, also welche Hyperparameter wurden verwendet und so weiter, diese Erkenntnisse dann eben mit statistischen Verfahren wieder optimiere. Ja. Also das ist genau der Punkt quasi, den man durchaus an der Stelle sehen kann. Ja. Das Zweite ist auch die Entmystifizierung der Blackbox. Das ist natürlich dann der zweite Ansatz, wo ich dann sage, okay, wie kann ich, wenn ich so eine Art Machine Learning Algorithmus mal gebaut habe mit verschiedensten Schichten und wie man es halt beim Image Recognition durchaus erkennt, wo man dann einfach sagt, wie hat er denn jetzt eigentlich den Husky erkannt? Ja? War das wirklich jetzt der Husky selber oder war es nur zufällig, weil er immer mit Schneefotos fotografiert worden ist? Ja, also dass man diese Erkenntnisse eben rausfiltern kann. Aber es geht genau in die Richtung. Ja. Da darf ich gleich noch eine Frage von Stefan Winkler anhängen, weil es da dazu passt. Er beschäftigt sich ja jetzt mit der Thematik Auto-Machine Learning und er meint, ist es nicht so, dass eben gerade das Machine Learning schon sehr weit ausgereift ist, aber die Vorverarbeitung der Daten noch immer jedes Mal ein Engineering-Prozess ist, der Erfahrung braucht und deswegen eher als noch nicht automatisiert wahrgenommen wird. Ja. Wie sehen Sie das? Ja. Also wir haben konkret mittlerweile Werkzeuge, eines unserer Produkte, eben Knowledge Studio, hat eben genauso Auto-Discover. Ja, also diese Funktionen, wo man eigentlich Machine Learning für die Daten, sagen wir, Rausselektion nutzt, ja, um Zusammenhänge erkennbar zu machen, statistische Verfahren verwendet und Ähnliches. Also man versucht auch diesen Prozess zu automatisieren, um da quasi qualitative Aussagen zu bekommen. Ja. Also welche Zusammenhänge gibt es? Ja. Das ist ein Approach. Auf der anderen Seite, was auch spannend ist, ist eben genau dieses eine, sage ich mal, dieser Debater von der Konstruktion, wenn man sich das nochmal anschaut, weil der kann ja durchaus auf Antworten kommen, die man nie gefragt hat. Ja? Also wenn man das jetzt ganz auf einer Metaebene sich anschaut, das heißt, also da geht das schon in die Richtung hin, dass man eben genau diese Zusammenhänge durchaus visualisierbar macht oder auch erklärbar macht,
die man so als Aufgabenstellung gar nicht gefragt hat. Ja? Und das passiert eben genau auf Basis dieser Discover-Algorithmen, wo man eben Machine Learning und ähnliche Verfahren, statistische Verfahren versucht zu kombinieren, um diesen Erhebungsprozess sozusagen zu optimieren. Mhm. Okay, Dankeschön. Herr Dörner, Sie beschäftigen sich ja in Ihrer Forschung sowohl mit Operations Research als auch mit Prescriptive Analytics, wenn man jetzt die beiden Welten da gegenübersteht, OP versus PA. Welche Schnittmenge bzw. welche Unterschiede sehen Sie denn da im Speziellen? Naja, wenn man Prescriptive Analytics sozusagen im Kontext von Operations Research und so betrachtet, dann ist das sozusagen ein Teil. Die Optimierungsverfahren sind OR-basiert, mit denen wir uns beschäftigen, also Entscheidungsmodell-basiert, Modell- und Optimierungsbasiert. Und das ist einmal der eine Teil und der Predictive-Teil bislang, also vor der derzeitigen Situation, dass es sehr viele Daten gibt, dass es Realdaten gibt angeblich oder theoretisch und auch praktisch hin und wieder viele Daten verfügbar werden und auch eingesetzt werden können, versuchen wir jetzt auch realistischere Daten in diese Optimierungsmodelle bekommen. Bislang oder bis vor einigen Jahren haben wir uns die Daten mehr oder weniger selbst generiert. Das ist sozusagen der Teil, war in ein, zwei Wochen haben wir unseren Datensatz generiert und dann haben wir uns sehr lange, Wochen, Monate, Jahre mit der Optimierung beschäftigt. Also sozusagen der Unterschied ist jetzt, dass man vielleicht auch auf der anderen Seite sich weniger mit den Optimierungsverfahren, mit den Entwicklungen beschäftigt, weil die schon ganz gut gehen, aber jetzt liegt der Fokus daran, diese Daten möglichst realistisch in diese Optimierungsverfahren zu integrieren. Also verschiebt sich der Ansatz. Also ich persönlich bin nach wie vor eher auf dem Operations Research anzusiedeln, aber sozusagen auch neu berufene Kollegen, Professoren, die wir an die Uni Wien berufen haben. Wir haben ja im Bereich Data Science 40 Professoren berufen in den letzten Jahren. Wird immer mehr versucht, auch sozusagen jetzt nicht mehr Produktion und Logistik aus OER-Sicht, sondern aus Analytics-Sicht. Also wir haben jetzt einen Business Analytics-Professor seit einem Jahr am Institut, der sozusagen auch die Logistics Analytics mehr oder weniger betreibt und das OER mehr oder weniger out of the box kommt. Also sozusagen die Schnittmenge von Daten mit dem klassischen Verfahren zu verzeichnen. Da darf ich vielleicht auch an Sie beide gleich noch eine Frage anschließen, die von Josef Kühn gekommen ist, bezüglich Data Lake, den der Olaf Hahn ja erwähnt hat. Seiner Meinung nach sind wir schon bereits in einer Zeit angekommen, wo wir nicht mehr alles im Data Lake ablegen können, sondern wir liefern halt Sensoren Daten im Millisekundentakt, eigentlich viel zu viele Daten. Ja. Zeigt sich dieses Problem auch schon in der Praxis? Wie geht es Ihnen beiden da damit? Herr Dörner, ich bleibe nur schnell bei Ihnen und dann zum Herrn Hahn. Ja, wahrscheinlich meine Antwort auch schneller ist. Also wir sind gerade dabei, dass wir stochastische Modelle schätzen können. Also mit der Echtzeitinformation machen wir gar nichts. Okay, gut. Dann zum Herrn Hahn. Wie schaut es bei Ihnen mit der Echtzeitinfo aus? Ja, ich meine, völlig richtig, wenn man jetzt den Anspruch hegen würde, dass ein autonomes Auto alle seine Sensordaten in permanenter Ist-Zeit überträgt, dann sind wir weit gefehlt. Selbst 5G wird das nicht leisten können, in letzter Konsequenz. Ja. Das ist völlig richtig. De facto ist es aber trotzdem so, dass man in irgendeiner Form bei all diesen Basen quasi ja für die Modellgenerierung quasi diese Ist-Daten einmal braucht. Und je mehr man dann natürlich bekommen kann, und das sind dann meistens eben, dass man sagt, man nimmt Zeitfenster oder Ähnliches, um entsprechend die Quellinformationen zu bekommen, Modelle zu bauen. Und dann rede ich eben von dieser Inference. Ne? Das heißt also, im Sinne ein Modell, was konstruiert ist, wird an den Platz gebracht, wo es dann eben für die Selektion oder Ähnliches funktioniert. Ja, und das ist dann auch ein weiterer Ansatz, dass man eben so weit geht, dass man dann eben Algorithmen auf den Chip bringt, also sowas, was wir mit den nanomorphen Chips quasi konstruiert haben und Ähnliches. Das wird in Zukunft also hochspezialisierte Chips und Systeme geben, die eben dann Algorithmen oder maschinenlernende Netze drauf haben
um eben genau dann Entscheidungsprozesse oder Signalprozesse oder Ähnliches dann auf Basis der IS-Daten anzuwenden, und man bekommt halt dann nur mehr die Abweichung, ne? Oder den Event, das was passiert oder passieren wird oder Ähnliches, ne? Also man braucht so ein Filtersystem dann davor, wo das dann eben in dem Prozess drinnen ist. Aber die Realität schaut halt anders aus. Also wenn ich jetzt wirklich sage, das ist zum Beispiel eines der Gründe, warum wir die Weather Company gekauft haben, um an diese Algorithmen der Massendateneinmeldung ranzukommen, daraus Modelle zu bauen, die man dann aber wieder für Vorhersage verwenden kann. Und da ging es nicht nur darum, dass wir jetzt Weather Data Provider werden, sondern da ging es darum, wie macht man das? Ja, also wie kann man mit diesen Massen an, und was bedeutet das für die Algorithmik dahinter, und wie kann man das trotzdem zum Lerngewinn nutzen? Ja, das ist eigentlich, das ist die Riesenherausforderung in dem Thema. Aber der Weg ist anscheinend dann schon der, dass man zunehmend versucht, die Intelligenz direkt in den Sensor zu verlagern und dementsprechend halt auch nicht mehr die Rohdaten zu übertragen, sondern eigentlich schon die daraus resultierenden Erkenntnisse, Entscheidungen, was auch immer. Ja, it depends. Dort, wo Massen, solche Massen entstehen, dass ich auf Basis dieser Ist- oder Realzeit relativ nahe an der Ist-Zeit sozusagen reagieren können muss, werde ich wahrscheinlich um solche Methoden nicht umkommen. Ja. Alles andere, wo ich entweder durch Filterung oder durch Snapshots oder wie auch immer Erkenntnisgewinnung machen kann, ansonsten ja, kriege ich halt nur mehr Massenparameter oder so. Ja. Das ist also, das hängt halt auch von Anwendungsfall ab. Das ist halt in der Industrie oder wo es um wirklich Anlagensteuerung geht, durchaus ja nochmal anders. Es waren jetzt von Gesundheitsdaten oder so nehme, und wenn ich von einem wirklichen Digital Twin im Gesundheitssystem reden würde, was sind das für Parameter? Sind das wirklich meine permanenten Herzkurven und so weiter, die ich dann brauche, oder ist es wirklich nur mein gesamtheitlicher Gesundheitszustand? Also das ist auch eine Frage dessen, was ist eigentlich die Zielsetzung? Ja. Da passt jetzt auch noch eine Frage dazu, die eigentlich eher ein bisschen politischer Natur ist, die sich aber eben gerade auch wieder noch einmal mit diesem Elga-Daten, Gesundheitsdatenthema beschäftigt. Der Theo Kopetzky fragt, wie können wir diesen Dialog aktiver gestalten, außer immer wieder auf die Wichtigkeit der Daten hinzuweisen. Also wir sind, irgendwie stellen wir mal an, das Gefühl haben wir alle, ja, dass man da irgendwie nicht da rankommt. Ne? Und also insbesondere in Elga, da ist es ja explizit ausgeschlossen, wie wir wissen, für Forschungszwecke. Aber hat irgendjemand, auch nicht mehr. Ja, hat irgendjemand von Ihnen eine Idee, wie wir da tun könnten, dass man dann doch den Nutzen wieder mehr sieht und nicht nur die Gefahr? Ja, also da kann ich jetzt ganz konkret eine Antwort aus dem deutschen Kontext bringen. Ja, also ich weiß nicht, inwieweit man das mitverfolgt hat, aber Deutschland hat ja keine Elga. Die haben ja keinen so einen Gesundheitsakt bisher gehabt. Und die haben jetzt also den politischen Willen. Aber fast darum. Ne? Aber sie haben den politischen Willen jetzt umgedreht und ziehen das Pferd eigentlich ganz anders auf. Und wir haben jetzt als IBM eine Architektur gebaut, wo der Enduser der Besitzer quasi ist seiner Daten. Und aus dem Titel heraus, das geht also so weit, dass man dann sagt, er verschlüsselt seine Daten und er ist Herr seiner Daten, und nur dem, den er berechtigt, darf auf diesen Daten zugreifen. Und das haben wir wirklich durchgezogen als System, dass es eben auch möglich macht, dass man Cloud Computing einsetzt, weil selbst ich als Betreiber der IBM sehe die Daten nicht. Es führt aber dann auch zu solchen Situationen, dass der Halter der Daten die Daten auch nicht mehr sieht, weil die auch verschlüsselt sind für ihn. Ja. Das führt dann zu solchen Konstellationen, dass man diskutieren kann, was passiert, wenn mich jetzt zum Beispiel jetzt im österreichischen Kontext, ich als Olaf Hahn, gebe der Elga mein Recht, meine Daten zu verarbeiten, und es gibt einen Dritten, eine Universität, die jetzt Corona-Algorithmen drauf lässt und daraus Modelle kreiert. Und was passiert, wenn ich dann ein Jahr später sage, ich entziehe dir das Recht? Ja, müssen die jetzt das Modell neu bauen oder was bedeutet das jetzt? Ja, also ich glaube in Wirklichkeit, man muss einen anderen Diskurs anschlagen und sagen von wegen, wie kann man durch Anonymisierung, durch eben solche Ansätze wie Verschlüsselung, durch Berechtigungen und so weiter quasi das sicherstellen, dass meine Privatsphäre gewahrheitet wird. Ja? Und das bedingt natürlich ein Governance-System, wo ich das auch dann nachvollziehbar machen kann. Und das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Thema, was wir immer außen vor lassen. Wenn ich jetzt AEGA anschaue und so weiter, das sind immer wie so Blackboxen. Wir vertrauen dann diesem System, dass das eben entsprechend gemacht worden ist. Und aus Grund des Designs
was ja auch abgenommen wurde und so weiter, ist aber nicht nachvollziehbar, was passiert da mit meinen Daten. Ja, also das ist also sozusagen, ich glaube, dass es sehr viel über Transparenz, über Mündigkeit auch gehen muss im Diskurs. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, völlig politisch unabgestimmt, sondern einfach nur mein Zugang als ein bisschen Technologe, aber trotzdem, der sich mit der Materie viel auseinandersetzt. Ja. Ich fürchte, wir bräuchten dann auch ein paar QAnon-Anhänger, denen man das rational auch erklären kann, dass das so ist. Also das wird möglicherweise etwas schwierig sein werden. Okay, gut. Michael, eine Frage noch an dich. PA kommt mittlerweile durch ja, speziell auch eure anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung ja doch in der Praxis an, kann man sagen, denke ich. Was kommt denn jetzt eigentlich dann nun noch der Predictive Analytics? Ja, man hört ja die Kunde von neuen Lehren, die da Cognitive Analytics heißen. Um was geht es denn da auf einmal? Also ich glaube auch, weitere Stufen der Analytik werden weiter auf den Vorgängerstufen aufbauen. Wir haben jetzt sehr viel diskutiert über Möglichkeiten, die sich durch Einbringung von Optimierung ergeben, zusätzlich zu den prädiktiven Systemen. Ich glaube, man darf auch nicht vergessen auf die Möglichkeiten, die sie erschließen mit simulationsbasierten Konzepten für Szenarienbetrachtungen, Szenarien, Gegenüberstellungen. Die datenbasierte Welt kommt dann auch wieder hinein bei der Generierung von Stellvertretermodellen, wo sich der Kreis wieder schließt zwischen diesen Themenkomplexen. Und ich glaube, ein ganz wesentlicher Aspekt auf dem Weg in Richtung kognitiver Systeme, kognitiver Analytik, ist der Aspekt des Lernens, den wir aktuell häufig reduzieren aus dem Lernen aus Daten. Zusätzlich ergeben sich mit Möglichkeiten von Interpretationsfähigkeit und Erklärbarkeit auch neue Wege des Lernens in mehrere Richtungen, beispielsweise Domänenwissen einbringen, a priori Wissen einbringen, um das zu hybridisieren mit datenbasierten Wegen, beziehungsweise auch nicht, auch quasi Mensch lernt von der Maschine, Maschine lernt vom Mensch in diese Richtungen. Und um gewissermaßen den Human in the Loop zu bringen von so einem Analytikprozess, bedarf es natürlich der Interpretationsfähigkeit, weil der Mensch muss befähigt sein, Algorithmen, Ergebnisse oder vielleicht auch interne Abläufe von Algorithmen verstehen, interpretieren zu können, um aktiver Bestandteil dieses Lernprozesses sein zu können. Und für menschliches Verständnis ist dann gleichzeitig Visualisierung wieder eine große Rolle. Wir tun uns leichter, aus Bildern zu lernen, aus Darstellungen. Insofern glaube ich, dass da ein starker Zusammenhang ist zwischen Interpretationsfähigkeit, Erklärbarkeit, um den Lernprozess in viel mehr Richtungen zu gestalten, als nur Algorithmen lernen aus Daten. Und wenn dieser Kreis immer mehr geschlossen wird, dann gehen wir automatisch in eine kognitive Richtung. Und ich glaube, da das werden die nächsten Schritte sein. Okay, ja, danke. Ich finde, das ist ja eigentlich auch ein perfektes Schlusswort beziehungsweise eine Überleitung auf unsere nächste Periode unserer Eventreihe. Und wie du schon zu Beginn der Veranstaltung heute gesagt hast, wird es ja da um Human-Centered Artificial Intelligence gehen. Und da sind wir letztlich genau bei all diesen Themen, die du jetzt eigentlich, glaube ich, ziemlich perfekt zusammengefasst hast. Wir werden mit dieser Veranstaltungsreihe dann im Herbst, im neuen Semester starten. Hoffentlich dann nicht mehr virtuell und online, sondern wirklich, ich will jetzt gar nicht sagen offline, aber wirklich vor allen Dingen in Präsenz wieder in Hagenberg. Da würde ich mich schon sehr darauf freuen, Sie alle dann auch wieder live und in Farbe und physisch sehen zu können. Macht schon einen großen Unterschied. Und trotzdem bedanke ich mich bei Ihnen allen, bei unseren Vortragenden, bei den Diskutanten, dass Sie so tatkräftig mitgeholfen haben, dass wir diese Veranstaltung heute auch so erfolgreich durchbringen konnten. Ich glaube, es hat auch durchaus einige interessante Fragen gegeben, die Sie beantworten konnten. Ich darf damit die Veranstaltung beschließen und Ihnen allen einfach noch einen schönen Abend wünschen und hoffe, dass wir einen schönen gemeinsamen Sommer verbringen können, vielleicht auch den einen oder anderen Urlaub und damit dann halt umso gestärkter dann in das neue Semester und in die neue Veranstaltungsreihe gehen können.
Alles Gute und vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Danke. Vielen Dank auch an dich, Thomas, für die Moderation. Ja, gerne.